Hallo, das ist der Joel und die Folge heute ist präsentiert von der Blutspende vom Schweizerischen Roten Kreuz Schweiz und zwar von der Blutstammzellspende. Das ist etwas ganz Wichtiges, habe ich selber auch erst jetzt wirklich erfahren, weil eigentlich täglich in der Schweiz Kinder und Erwachsene an Leukämie und anderen lebensbedrohlichen Blutkrankheiten erkranken und die einzige Hoffnung auf Heilung ist dann Transplantation von Blutstammzellen, ja, und zwar in den meisten Fällen. Und dass man irgendwie im näheren Umfeld genetische Match findet, das ist zum Teil nicht ganz üblich, 20-30%, zum Beispiel bei Geschwistern. Und darum ist man dann auf eine Fremdspende angewiesen. Und da könnt ihr mithelfen, indem ihr euch registriert auf blutstammzellspende.ch, www.blutstammzellspende.ch. Und wenn man sich dort registriert, kriegt man so einen kleinen Fragebogen und nachher ein kleines Package heimgeschickt, wo man so eine kleine Speicherung Probe abgibt. Und wenn man das gemacht hat, ist man registriert. Die Chance, dass man jemals angefragt wird, ist sehr, sehr gering. Falls es passiert, kann man immer dann noch Nein sagen. Trotzdem war es sehr, sehr wichtig, dass man dort registriert ist. Ich habe es mittlerweile auch gemacht und würde mich sehr freuen, wenn ihr das auch würdet tun. Ist natürlich komplett freiwillig. Trotzdem vielen herzlichen Dank, weil vielleicht kann man so schon bald ein Leben retten. Hallo, liebe Mutzis, wo der Podcast schauen oder hören und liebe Comedy-Fans unter euch, und ich nehme jetzt mal an, das sind die meisten, wenn ihr den Podcast schaut oder hört. Und für alle Comedy-Fans, tolle Mitteilung, ich gehe wieder auf Solo-Tour. Ja? Die Saison startet bald und würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr vorbeikommen würdet. Mein momentan noch aktuell Solo-Standoff. Das sind die letzten Termine, nachher ist es definitiv vorbei und es wird an einigen Orten noch vorgeführt. Sozusagen aufgeführt. Zum Beispiel 29. September in Vaduz, 5. Oktober in Chur. Dann haben wir 20. Oktober in Hochdorf, Hoftere. Und 21. 22. Oktober in Basel, einmaliges Best-of. Das Beste aus 34 Jahren, so aus dem letzten Programm, was mir am liebsten gefällt, zusammentrummelt. Das wird sicher auch geil. 27. Oktober in Lys, 28. Oktober in Winterthur, 5. November in Rapperswil-Jona, 11. November in Baden. Dann am 13. Januar in Rheinfelden-Aargau, 26. in Rorschach und 21. Februar im Bernhard-Theater Zürich. Endlich, das Solo in Zürich. 11. März in Altstetten, 16. März in Hollenstein, 17. März in Pfäffikon Zürich und derniere ist dann am 25. März in Basel. Ja? Für diesen Termin und noch ein paar andere könnt ihr auf meine Webseite www.joelvonmutzenbecher.ch und da gibt es Tickets zu all diesen Shows. Wird ganz eine tolle Sache, sind wie gesagt die letzten Termine mit dem Programm und grossartiger Support ist auch immer dabei, entweder der Matteo oder an einzelnen Ort jemand anders, wie zum Beispiel in Vaduz, der Moritz Schädler. Ja, freue mich riesig, kommt vorbei, www.joelvonmutzenbecher.ch. Bis dann! Haben wir loslegen? Ja, ich bin mega gespannt. Ich bin gerade ein bisschen leer im Kopf, aber schon gut. Wirklich? Wegen Sendungsstress? Ja, logisch. Voll. Was läuft jetzt mit dieser Sendung überhaupt? Noch nichts vielleicht, oder? Hat es schon angefangen? Ja. Ah, wir haben schon angefangen? Ja. Ah, okay. Warte, ich muss noch schnell in meinen Sendungsmodus kommen. Jetzt haben wir die Leute völlig im Unsinn. So, Ja, was ist deine Frage? Ja, was jetzt mit dieser Sendung läuft? Also dieser Sendung, der will? Ja. Meinst du jetzt? Ja. Ja, du, die läuft jetzt also ganz sicher mal, also wir haben wieder für ein Jahr unterschrieben. Ich sage es jetzt mal so. Also okay. Wir werden jetzt nochmal zu 23 Sendungen, jetzt sind es noch 22 Folgen, werden wir jetzt nochmal aufzeichnen. Ja. Yeah. Und dann haben wir so B-Zeitung, SRF und ich oder mein Team haben so gesagt, dann schauen wir mal. Ja. Yeah. Also, das SRF schaut das sowieso immer die ganze Zeit. Also, es wäre nicht das erste Mal, dass sie da jemanden noch neben uns nochmal versuchen aufzubauen. Ja. Yeah. Ich weiß aber, dass da natürlich Verhandlungen irgendwie laufen oder besser, dass da jetzt Sachen getestet werden.
Also irgendwie Pilot treibt. Das hat ja... Gewisse Leute haben es mit dir noch nicht. Hast du noch keine, hast du noch keine Sendung angeboten? Eigene nicht, nein. Aber natürlich bin ich bei einem Team ein bisschen dabei, wie immer. Ja. Aber es hat ja, irgendein Medium hat das ja exklusiv herausgefunden, dass das SRF schon andere Sendungen... Ja, also Dagi hat mal da etwas letztes Frühling, oder? Da haben wir etwas aufgetan. Also wie gesagt, es ist dann auch so ein bisschen, du, 7 Jahre sind dann auch mal gut, aber ein Jahr läuft sicher noch. Ja. Yeah. Und schon auch mündliche Versprechungen, Handshakes, dass man es auch noch würde weitermachen. Wie gesagt, weil sie probieren aus natürlich, müssen sie auch, sie werden ja nicht mehr die gleiche Falle laufen wie damals mit Jacobo Müller, wo es dann wirklich irgendwie so 3 Leute hatten, damals, wo ich mir jetzt auch dazu zähle, die 0 Erfahrung hatten auf dem Sender. Ja. Yeah. Und wo dann ja nicht so safe war, dass etwas davon wird länger hinhalten. Am wenigsten ich, wie ich gedacht habe persönlich. Das hat, glaube ich, viel gedacht damals. Und dann hast du irgendwann den Dreh gemacht. Ja. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja gewusst, was sie wollen, dazu machen. Mir war klar, dass man eine wöchentliche Late-Night-Show machen Und Müslüm, wo das Endprodukt zwar wunderbar war und rausgebützelt und toll gemacht und so weiter, und gut angekommen, haben wir einfach gesehen, das kann man nicht durch. Also es ist wieder wochenaktuell, noch kann man so etwas Wöchentliches machen in dem Aufwand und mit dem Ding. Es hat ja einen Grund gehabt, dass das quasi wie eine coole Serie dahergekommen ist. Und das Zweite, wenn man sich noch mal erinnern, ist ja gewesen, Querdenker, ist es glaube ich, Headhunter hat das geheißen dazu. Ja, und dann und dort, Querdenker. Das ist auch nicht wochenaktuell gewesen. Ja. Und dort habe ich auch schon gesehen, dass das kann man auch nicht durchziehen, jetzt irgendwie, weil sie suchen etwas längerfristig. Und von dem habe ich gesehen, ja, also wir sind ja eigentlich die einzige wirklich Late-Night-Show, die man ein bisschen formen kann, die ein bisschen Sandbox ist. Und wo wir uns auch überlegt haben, also wir haben den Auftrag ernst genommen, dass man wöchentlich etwas Aktuelles muss produzieren und hat ehrlich gesagt gar nicht so richtig verstanden, was die anderen beiden Formate jetzt neben uns sollen, weil die das ja total nicht erfüllt haben. Also von dem her ist für mich irgendwie schon klar gewesen, wenn es mehr durchhalten, den Stress und den Pace können aufrechtzuhalten, ist mir schon klar gewesen, also eigentlich sind ja mehr das, wo sie suchen. Ja. Yeah. Und so ist es dann schlussendlich gekommen. Ja. Yeah. Aber ich glaube nie, was du meinst, dass viele Leute eben denken, dass man kann den Pace nicht durchhalten oder irgendwie, man hätte dann mal genug oder da kommt noch irgendetwas anderes nachher. Es sind ja dann auch noch andere Formate gekommen. Und da haben wir uns einfach durchgesetzt. Weil, ich muss einfach nochmal sagen, es meinen viele, sie könnten die Late Night Show wöchentlich aktuell. Aber ich schaue dann wahnsinnig gespannt, was da nach mir kommt und wie das dann passiert und wie man das schafft. Ich bin da sehr gespannt, ja, auf jeden Fall. Ja, und wegen Durchheben ist es auch ein bisschen ein Gedanke gewesen von, du bist jetzt auch nicht bekannt gewesen dafür, zu sagen, doch, ich mache das jetzt mal. Nein. Für weiß nicht wie lang, sondern im Normalfall wird Dominik nach einer halben Stunde langweilig. Der Punkt ist aber auch gewesen, dass ich ja überhaupt noch gar nicht bekannt gewesen bin. Mhm. Also weißt du, unter irgendwelchen Insider-Leuten oder wo irgendwie ein bisschen Kunstbühne oder so. Ja. Dort, klar. Aber was so Fernsehen und so eher, ich sage jetzt mal, Comedy-Sparte anbelangt, bin ich ja da wirklich in einem. Wie sagen wir, nicht wie ein bunter Hund, aber nicht wie die Jungfrau zum Kind gekommen. So sagen wir. Also das ist dann glaube ich eher das gewesen, wo viele denken, ja, wer ist das, der spielt, der macht irgendwie Punkbands-Zeug, der hat irgendwie eine Kindergartenausbildung, kommt der überhaupt raus in der Politik und so weiter. Und da gibt es ja viele andere, wo das für sich so ein bisschen pachten, dass sie das eben sind, Satiriker, Polizatiriker und so weiter. Aber die kann man sich überall einschaffen. Aber dann eben so einen Pace dann zu legen, die kann man sich nicht so, das muss man einfach haben oder man hat es eben nicht. Ja. Yeah. Ja, und was ich krass finde, ist, du musst die Pace anlegen und das hast du mir ja schon gesagt, in all diesen 6 Jahren jetzt. Du hast denn für nichts anders Zeit? Nein, ich am Anfang
wo die Sendezeit noch nicht so lang war, wir noch nicht so viele Sendungen hatten. Wobei, stimmt gar nicht. Jetzt, wir haben schon in der zweiten oder dritten Staffel 15 Sendungen in einer Staffel gehabt, 15 Wochen hintereinander. Aber ich weiss auch nicht, wo die Sendung noch nicht so schnell war, wir auch den Anspruch noch nicht hatten, so schnell zu sein, wo noch sehr vieles improvisiert war. Yeah. In der Sendung. Dort habe ich noch x Sachen gemacht, habe noch ein Buch geschrieben, habe noch irgendwie eine Tournee gemacht mit dem Buch, habe noch irgendwie mit Bands und so weiter. Bin noch lange in die Ferien, 3 Monate und so weiter in der Pause zwischendurch. Und das ist unmöglich. Also jetzt, das ist unmöglich. Also es ist, ich bin noch auftreten, noch unter der Woche, habe noch irgendwelche Sachen gemacht. Das ist unterdessen wirklich ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist schon nur, dass ich hier sitze und ich habe einen Menschen vorhin schon darüber geredet, vielleicht erst heute Morgen realisiert habe, wie weit ausserhalb du jetzt von der Stadt bist, dass ich da fast eine Stunde Tram muss fahren. Also kommt nie da rein, wenn ihr eingeladen werdet vom Mutz, wenn ihr eine Late-Night-Show noch habt. Haben auch so Sachen überhaupt wirklich keinen Platz mehr. Also yeah. Bei mir kommt noch dazu, ich habe ja noch Familie, das kommt auch noch dazu. Yeah. Ja. Also ich halte noch zu, ich würde noch gerne mal sehen, ich glaube es sind 2, wo noch mal zur Störung gerne würde sehen. Aber sonst, hey, man ist Vollzeit dran. Also wenn du es ein bisschen ernst willst machen und wenn du willst, relevant und eben wenn du willst, aktuell bleiben, bist du einfach nonstop eigentlich dran. Und auch mit dem Budget, mit dem Team, das wir haben, das kleine Team, das kleine Budget. Wir haben nicht 4 Leute für Social Media, wir haben genau eine Person, die das betreut. Immerhin. Ja, immerhin. Mittlerweile. Ja. Mittlerweile, immerhin, ja. Also es ist schon ein Fulltime-Job. Und auch während diesen Pausen, klar habe ich dort mal 2 Wochen Ferien zwischen diesen Pausen. Aber sonst wird eigentlich immer geschafft. Es gibt immer irgendetwas tun, irgendetwas schreiben, vorbereiten, die Einspieler drehen, Themen ausdenken, die neue Staffel schon wieder planen, Gäste einladen, irgendwelche Sachen abmachen, irgendwo einen Goku filmen oder irgendwie so Specials macht und so weiter. Also ich würde mir aus rein egoistischen, persönlichen Gründen wünschen, dass du irgendwann die Sendung nicht mehr machst, weil seit du die machst, sehen wir uns oft viel weniger. Ja, aber ist dann nicht umso intensiver wie jetzt. Wir reden ja, sitzen ja dann auch nie am Tisch. Nein, und wir reden mal 1,5 Stunden über das Leben, sondern was wir sonst eben hier einmal pro Jahr machen. Und du findest es wahrscheinlich ganz okay so. Nein, wirklich nicht. Also es ist wirklich, dass vieles, also ich muss beim Zuschauen wirklich sehen, dass ich vieles auch haben müssen vernachlässigen oder vieles auch vernachlässigt worden ist, gerade im Bereich Freundschaften, im Bereich Göttinkind, Familie und so weiter. Also das ist einfach so. Yeah. Ich merke auch, dass ich während der Staffel, weil ich so viel rede und mit Leuten zu tun habe und so weiter, dass wenn ich wenn das Büro zu ist, was ja nie wirklich ist, aber dann braucht es Überwindung, dass ich auch mal irgendwie mal andere Freunde mal wieder anrufe, treffe, die nichts mit der Sendung irgendwie zu tun haben, weil unterdessen natürlich auch das ganze Team, wir sind so eng, das sind meine Freunde, das ist schon fast meine Familie. Ja, yeah, ja. Yeah. Also, und da wird es schwierig irgendwie außerhalb zu gehen. Ich habe das einfach mit 2 Sachen verglichen. Das eine, ich sage immer, es ist wie eine Bohrinsel. Also ich sage immer so, ich muss auch immer wieder, bevor die 3 Monate Staffel losgehen, muss ich immer so wieder allen anrufen und sagen, hey, lass zu, ich bin jetzt vor 3 Monaten, bin ich ein bisschen komisch und bin ein bisschen weg und so weiter. Also man taucht so ab, dann geht man auf eine Bohrinsel arbeiten und kommt dann dafür wieder zurück und hat wieder ein bisschen Zeit. Oder auch ein bisschen wie, hast du DRS gemacht? Nein. Ah, du hast DRS nicht gemacht. Also das ist einfach so, ich habe DRS gemacht und das ist so, du kommst so, uiuiuiui, schöner Abbruch. und wenn du dann am Wochenende zurückkommst, hast du den Kopf total voll mit dem blöden Militärscheiß. Ja. Yeah. Und das will irgendwie raus und du willst das erzählen, obwohl es einfach langweiliger Scheiß ist, kommt das irgendwie yeah, raus yeah. Und du hast einfach nur das Thema, weil du lebst ja nur mit so Leuten zusammen. Und ich habe dort festgestellt, dass es mega schwierig war für mich damals, aber das ist jetzt auch schon ewig lang her, sich mit anderen Leuten zu unterhalten, die eben nicht in der RS gerade sind yeah. Oder die das nicht können, weil das ist einfach eine andere Welt und so ist es ein bisschen auch. Ich hatte das mit den RS-Kollegen, habe ich das, immer wenn die in der RS gesehen sind, das war auch immer dann gerade, das sind die langweiligsten Dudes ever gesehen. Ja, voll, also am Wochenende. Ja. Aber was hast du denn eigentlich du beigetragen für unser schönes Land in deiner Jugend, dem Fall, wenn du nicht in der RS gewesen bist? Ich habe gezahlt. Du hast gezahlt? Ja. Ich habe kein Geld. Also hast du irgendeinen lustigen Dienst gemacht?
Nein, ich bin tatsächlich doppelt, also gar nichts. Doppelt untauglich. Ah, okay. Ja. Ah, so. Ja. Ah, okay. Zweifach UT. Und dann zahlst du 3%. Klar. Ich weiß es nicht. Vom Jahreseinkommen. Also muss ich sagen, ich habe nur einen Weg gemacht und dann habe ich mich auch und dann bin ich auch untauglich. Fast gesagt, dann habe ich mich auch. Und dann bin ich auch. Nein, dann habe ich meine ganze Knie-Geschichte und so weiter gehabt. Das kann man ja. Natürlich. Im letzten Podcast immer drauf geht. Wo der. Ist das wegen der Zehen gesehen, weil du dir alle Zehen geschlagen hast? Nein, tatsächlich Ende gesehen und mit kaputten Knie musst du also nie nicht mehr antanzen, wenn es um Gewirli und Uniformen geht. Was ich auch nicht so schlimm gefunden habe. Ja, das ist das zu der Sendung. Also wie gesagt, ein Jahr ganz sicher noch. Yeah. Dann haben wir 7 Jahre gemacht. Yeah. Dann sind wir irgendwie bei 150 Sendungen oder irgendwie so etwas. Yeah. Dann haben wir vieles ausprobiert und dann wäre es für mich auch okay, um mein Team da mal einen guten Deckel drauf zu machen. Mhm. Allerdings, wenn es weiter wird gehen und wir noch Bock haben und das SRF würde sagen, ja klar, machen doch noch mal 1-2 Staffeln, weil wir brauchen noch Zeit, um irgendwie aufzubauen, keine Ahnung, dann vielleicht wären wir da wieder dabei. Aber das ist weit weg. Wie gesagt, ich kann mich sowieso noch mal auf das jetzt konzentrieren, was es ist. Und das ist im Augenblick der nächste Samstag, wo wir werden aufzeichnen für den Sonntag. Mhm. Und es hat sich alles verschoben, weil wir den Raum nicht können haben, wie wir schon am Freitag aufzeichnen. Das heisst, es ist alles ein Tag weniger. Verlierst du einen Tag? Wir fangen auf den Tag früher an. Wir haben jetzt schon am Montag angefangen, statt erst am Dienstag. Okay. Statt erst heute haben wir gestern schon angefangen. Ja. Yeah. Und nach eben so 6 Jahren, weil ich dich immer als extremer Bühnenmensch empfunden habe, vermisse ich das? Oder ist das dann einfach so... Das ist einfach so ein anderer Planet, wo man dann irgendwann nicht drauf kann. Das ist ein komplett anderer Planet. Und dafür, und das... Ich auch immer sagen, dass das, ich finde Fernsehen und Bühne ist komplett anders. Also gerade so wie wir jetzt die Late Night schon mal früher, wenn man die alten Staffeln noch anschaut, die ersten paar Staffeln, dann ist es ja noch, haben wir noch probiert, den Bühnenmensch, Deville, Dominik, aufs Fernsehen zu prägen quasi, dort das versuchen sie auf der Bühne machen. Yeah. Und ich habe dann schnell festgestellt, das funktioniert nicht. Also es ist dann so, es funktioniert für die Leute, die im Studio anwesend sind, das funktioniert. Aber wenn du das dann über den Filter Fernsehen anschaust, fühlt man sich von außen schnell ausgeschlossen. Yeah. Also all das Chaos, was wir so angerichtet haben, mit was wir da noch Ananas rumgeschmissen haben am Anfang und mit den Leuten nicht gumpen und weiss nicht was alles. Das ist alles ein bisschen komisch überkommen. Hat es mich selber gedunkt zum Zuschauen. Und das merke ich auch jetzt, wenn ich ein Warm-up mache mit den Leuten, dann höre ich immer noch im Publikum, wow, das war ein Warm-up, müssen wir eigentlich auch zeigen und so, das war cool gewesen und so, und das ist so unplant und so. Und sage ich, ja, das haben wir auch schon probiert, wir haben schon so Outtakes gemacht und haben die auf Facebook aufgeladen und so weiter, wo man so Teil von Warm-up, das interessiert aber niemand, weil man eben ausgeschlossen ist durch den Filter. Also, das ist so meine Erfahrung gewesen. Ja. Aber um darum zurückzukommen, ich weiß es ja gar nicht, wenn ich jetzt würde auf die Bühne zurückkehren, was ich jetzt wie gesagt eigentlich noch nicht vorhabe, ich bin immer noch beim Fernsehen, aber ich wüsste auch noch gar nicht, was ich auf der Bühne, was ich denn dort mache, ganz genau. Bis jetzt ist immer so klar gewesen, ich trenne strikt, das weißt du auch von deinen Vorführungen, die du mich schon eingeladen hast, oder deine Veranstaltungen, die du mich schon eingeladen hast, dass ich immer, Fernsehen ist für mich, das ist minutiös vorbereitet, da sitzt jede Pointe, da ist alles aufgeschrieben, durchdacht, geplant, weil wir müssen ja die 35 Minuten haben. Und wenn ich dann abends auf die Bühne bin, so Sachen bin auf die Bühne mache, zwischendurch, dann habe ich mir wie die Freiheit genommen, da plane ich gar nichts. Da lasse ich einfach passieren, da wird nicht ein Wort, da wird vielleicht einmal eine Idee schon zu Vater geschlagen, aber dann gehe ich mal auf die Bühne und schaue mal, was passiert und enjoy das. Und bis jetzt habe ich das so gemacht. Aber ob ich das dann so weitermache, keine Ahnung. Ja, und vor allem finde ich, also egal wie persönlich ein Bühnenprogramm ist, fließt ja trotzdem etwas vom Erlebten und von dem rein. Und wenn du jetzt sagst, du bist jetzt irgendwie 6 Jahre
eh auf meinem eigenen Planet gesehen. Mhm. Und wenn du schon wie aus der RS am Wochenende irgendwie noch überhaupt aus dem raus musst, also ein Programm dann übers Fernsehen, das ja, kriegt sie auch nicht. Also, das ist auch schon, dass meine Freundin tut mir das, hat mir da gerade wieder lustigerweise genau das nachgelegt und gesagt, also dieses erste Programm hat ja Kinderschreck geheißen. Yeah. Wo es um den Kindergarten ging. Das zweite ist der Bühnenschreck gegangen, wo es quasi Transformation zum Bühnenmensch gekommen ist. Und jetzt müsste Fernsehschreck heißen. Mhm. Das dritte Punkt, das ist so wie Pflicht. Aber I don't know. Ich weiß auch nicht, ob das ganze Fernsehen, das ist so ein Insights. Ich meine, ich könnte da schon viele Sachen erzählen und was man so. Aber ich weiß nicht, wie interessant das ist für Außenstehende, die mit Comedy schreiben. Weißt du, dass dir erzählen? Du hast auch schon das Fernsehen geschafft, du bist auch schon im Fernsehen präsent gewesen, du schreibst das Fernsehen und so weiter. Du verstehst mich, aber halt einfach die Leute, die kommen schauen, ist das interessant für die, was sich da innerhalb von so einem Writers Room oder den ganzen Fernsehquerelen, wo es da geht, Leute, Bachhumor und so weiter, ob das so spannend ist. Ich finde, das ist dann so ein bisschen insiderig und ein bisschen weit weg vom Erlebnisrahmen vom Publikum. Was ich auch schon beim Bühnenschreck schon gemerkt habe, im Nachhinein, dass die ganzen Sachen sind sehr auf mich bezogen, wie ich etwas erlebt habe. Und habe gefunden, ja, eigentlich sollte man ja schon auch etwas machen, wo irgendwie das Publikum mitgeht irgendwie und mit dabei ist und sagt, ah ja, das können wir auch irgendwie in einer Form. Ja darum, beim Kinderschreck ist das ja gesehen, es sind zwar nicht alles Kindergärtnerlehrpersonen, aber alle haben nicht erwartet, wie es etwas mit Kindern zu tun. Ich muss ja schon sagen, das habe ich ja immer wieder zurückgemeldet bekommen, dass die Leute ganz erstaunt sind, die mich gebucht haben, dass sie gesagt haben, hey, du hast es ausverkauft, es sind nur junge Frauen da. Und sagen, ja, es sind halt einfach wirklich, es gibt halt schon mega viele Kindergartenlehrpersonen und Primarlehrpersonen und dort haben wirklich ganze Vorstellungen gefüllt gesehen. Aber ja, klar, aber es hat natürlich auch Leute gehabt, die es nicht, aber die haben dann wenigstens entweder Kinder gehabt oder sind zumindest selber mal im Kindergarten gesehen. Dort habe ich irgendwie ungewollt eine breite Masse können abholen. Genau, und wenn du etwas über den Medienkuchen oder das Fernsehbusiness machst, dann hast du in Zürich einmal voll mit allen Medienmenschen. Außer du würdest jetzt halt eine grosse SRF-Bashing-Tour machen. Das würde wahrscheinlich wahnsinnig gut. Also könnt jetzt alles auspacken über SRF und könnt jetzt alles, wobei so viel gibt es auch gar nicht zum Auspacken. Muss also es ist dann auch so, mein Gott, also ich sage immer, vergleiche das SRF für alle, die das Beste machen. Es ist halt auch, ja, es ist halt eine Firma, ein grosser Konzern, kann man sagen, wo zwar von der Allgemeinheit gestützt wird, aber trotzdem, das funktioniert jetzt nicht anders als bei Mercedes. Also das ist halt einfach, man will halt generieren, man will halt Erfolg haben. Und da muss halt die eine oder die andere auch über die Klippe springen oder sich einschränken irgendwie. Aber weil man es natürlich im Fernsehen mit vielen Künstlern zu tun hat und sehr ich-bezogenen Menschen, sage ich mal, auch dazu zählen, wird da natürlich sehr schnell geschumpfen und gemeckert, wenn dem nicht zudient wird. Trotzdem, ich weiß auch nicht, ob das so ergiebig wäre. Aber das können wir dann im Jahr darüber reden. Dann würde ich genau in dieser Phase drin sein, wo ich wieder mir überlege, was mache ich denn jetzt als nächstes? Vielleicht kann ich irgendein Quiz, vielleicht auf einmal irgendeine Quizshow, vielleicht einen gegen Hund, vielleicht mal so etwas. Vielleicht werde ich der neue Sven Eppin, ich glaube es nicht. Aber das könnte ja alles passieren. Ja. Vielleicht mache ich ja gar nichts, man geht wieder zurück in den Kindergarten, vielleicht habe ich die Schnauze voll. Eben das kann ich mir nicht vorstellen. Also irgendwie ohne in irgendeiner Art und Weise Scheinwerfer, sage ich jetzt mal. Gut, kannst du im Dunkeln spielen, aber... Aber ohne. Also ich sage jetzt natürlich auch, ich habe schon immer wieder die Anfälle, eben, wo ich mir vorstelle, Fernfahren wäre doch ein schöner Beruf. weil man einfach zu gar nicht muss, außer gerade ausfahren und dann da das Zeug abgeben, da unterschreiben, wieder einsteigen und weiter und einfach nochmal Country-Musik hören und funken mit anderen Fernfahrern. Das sind schon amüsante Träume. Hast du das nie, Bühne ab, mal, dass du mal denkst, hey, eigentlich mal, weil es ist ja gleich, man geht ja, man gibt ja, das ist ja nicht einfach so ein Spruch, finde ich, man gibt immer, mit jedem Auftritt gibt man etwas von sich ein bisschen hin.
Und Gefahr ist ja dann, ja, ja, ich habe es schon erlebt, dass am Ende von einer Staffel bin ich nicht mehr anwesend. Also ich bin nicht mehr da gewesen. Es ist so, ja, ja, einfach ja nicht. Ich will keinen Post, ich will keinen Tweet mehr absetzen, ich will nicht mehr vor der Kamera, ich will einfach jetzt mal nichts mehr. Ja, also das kenne ich sehr gut. Und so ist es mir zum Beispiel letzten Frühling gegangen, nach einer sehr so zähen Saison, wo eben, wie du sagst, man lässt viel von sich oder immer ein bisschen von sich auf der Bühne. Und da hat es wirklich so gesehen, ich habe das Gefühl, die ganze Saison, du gibst 150% Energie, weil es sind deutlich weniger Leute als sonst. Und irgendwie, es baut sich nicht irgendwie so ein Momentum auf, sondern du tüngelst wirklich von einem Ort zum nächsten, zum vor 20, 30 Leuten spielen. Und du machst es für die, weil die haben mega Freude. Es sind auf die anderen 100 im besten Fall. Ist das so? Ja, aber also, die haben schon nur Freude gehabt, dass etwas stattfindet. Ja, ja, und ja. So. Aber es ist einfach schon grundsätzlich sehr vielen Leuten nicht gut gegangen. Und das haben dann auch sehr viele Leute danach erzählt. Eben darum haben sie so Freude gehabt, dass es das gibt. Mhm. Aber das ist ja dann eigentlich alles, sehr Einweg-Kommunikation. Nämlich, ich gebe Energie und die anderen haben ihren Ballast abgeladen. Du hast ja auch. Ja, ja! Das Trademark ist, es ist sicher auch ein self-inflicted, dass man dann wirklich das überkommt, oder? Was da angeboten wird. Natürlich ist das auch self-inflicted, aber das hat bis jetzt eigentlich gut funktioniert, weil es eben so ein Hin und Her ist. Weil ich mache es ja auch, weil es mir etwas gibt. Oder? Und dort habe ich so gemerkt, es ist wirklich auch dann mit der Verschiebung, dann hast du wirklich einen komischen Tourplan auf einmal, der nicht wirklich Sinn macht im Gegensatz zu sonst. Aber ich hatte nicht das Gefühl, ich habe höchstens das Gefühl, doch, Fernfahrer jetzt nicht wirklich, aber so, ja, etwas anderes wäre noch easy. Ja, aber was hast du überhaupt eine Ausbildung? Ich weiss, nein, natürlich nicht. Doppelt untauglich. Hast du etwas studiert? Nein. Also du hast ja direkt mit anderen... Comedy im Eigenstudium habe ich studiert. Aber was würdest du denn machen? Ich habe das Gefühl, mittlerweile könnte ich in sehr vielen verschiedenen Bereichen nicht easy, aber könnte ich einen Job kriegen und könnte auch gut machen. Also, weißt du? Ja. Also, was falls jetzt jemand zulässt? Marketing, Tourismus. Tourismus? Ja, weißt du, so Zeugs. Also, irgendjemand hat, wo so ein bisschen Kreativität, aber vielleicht auch nicht ganz nichts mit Spruch. Also, irgendwie. Tourismus, aber nicht mit Spruch. Ja, gut, Schweizer Tourismus ist natürlich schon geschlagen. Aber, wenn ich dann auch nur eine Sekunde weiter denke, so, eben, was wäre die Alternative oder wie und was würde ich dafür aufgeben, dann ist es eigentlich nie eine Option. Wirklich nicht. Nein, eben. Also. Das ist es eigentlich, oder? Es ist so. Wobei es sind ja ganz viele den Weg wieder jetzt, also gerade jetzt in der Pandemie, in dieser Krise, haben ja viele wieder den Weg zurückgemacht, irgendwie in einen Pflegeberuf, Pflege oder yeah, die Lehrerin oder irgendwie yeah, etwas. Wobei sind auch alle wieder zurückgekommen. Ich habe das Gefühl, dass niemand, der da geblieben ist. Also weißt du, ich habe gerade letztes Mal mit dem Michael von der Heide geredet. Mhm. Oder? Der für unser jugendliches Publikum, also der Schlager? Chansonnier. Das yeah, ist, glaube ich, das richtige. Yeah. Der Chansonnier, oder der letzte ist richtig Chansonnier von der Schweiz, würde ich mal sagen, noch im Grund, glaube ich, niemand mehr. Und mit dem haben wir geredet letztes Mal und der hat ja auch, der ist ein absoluter Bühnenmensch. Ich meine, der ist für Eurovision auf der Bühne gestanden, der hat ganze Musicals, Galas, weiss ich was alles. Und der ist ja auch wieder in die Pflege gezogen. Der ist ja, der sein alter Beruf als Altenpfleger, ist er, glaube ich, gesehen, ist er, ist er da wieder quasi ins Heim zurück. Glaube lange Zeit. Ja? Und ist jetzt, glaube ich, langsam vorne wieder an mit Auftritt. Ja, eben. Also wirklich weggelogen hast du nicht. Bei Chansonnier ist ja eigentlich auch schon ein bisschen alter Pflege grundsätzlich. Also so viel hat er gar nicht. Also er hat auch erzählt, dass du ein bisschen singen mit den Leuten und so weiter. Aber, also er hat einfach die riesige Brändchen dabei. Ja. Gut. Ja. Nein, eben drum ich sehe nichts anderes. Effektiv nicht. Mhm. Also weißt du, also das würde dann eben auch heissen, man steht jeden Tag zur gleichen Zeit auf und geht dann irgendwie an den gleichen Ort. Und das habe ich beim Radio schon schlimm gefunden. Das ist ja trotz allem auch ein Bürojob. Aber das ist ja, das ist zum Beispiel bei mir im Augenblick auch. Also ich habe im Augenblick einen Bürojob. Ja. Am Ende steht einfach noch vor der Kamera. Genau. Aber ich stehe wirklich um 8 Uhr auf, ich bin um 8:30, 9 Uhr bin ich im Büro und bin eigentlich selten vor um 7 Uhr am Abend daheim, um dann vielfach nochmal am Abend, wenn
Kinder im Bett sind um 9 Uhr nochmal bis um 11 Uhr ins Büro zu gehen und noch irgendetwas zu machen. Aber es ist halt trotzdem, man ist halt sein eigenes Chef. Ich habe wirklich nochmal das beste Team, das es gibt, was auch essentiell ist, um nochmal zurück auf das neue Format, wo du anscheinend auch in einem von diesen Formaten so ein bisschen mitmischst. Also das Team ist einfach essentiell. Yeah. Also, es ist, also ich sage genau, dass die anderen Sachen, die neben uns immer wieder so aufgezogen worden sind, die sind, würde ich mal behaupten, gescheitert. Nicht, weil die Frontperson nicht mehr mögen oder zu gut war oder so, sondern weil du einfach das Team, das funktioniert, weil man irgendwelche Leute zusammengewürfelt hat, wo man geschaut hat, können wir irgendwie müssen jetzt etwas produzieren. Ja, yeah, ja. Yeah. Und das ist so intensiv. Ich meine, man futtert sich so an, es ist so ein Stress, die Woche so schnell zu arbeiten. Und man kann auch nicht, sich nicht ausprobieren. Ja, und ich mache jetzt die Erfahrung, dass Satire-Szene, Comedy-Szene in der Schweiz, dass da mir sehr viel Wert drauf legt, das muss wirklich richtig gut, das muss richtig qualitativ haben und das wollte ich Gesundheit. Und das wollte ich testen und das wollte ich, da weiss ich, und für das hast du keine Zeit. Du schreibst eine Nummer, dann einmal drüber geschaut und dann musst du dich entscheiden, kippen wir die Nummer aus dem Programm, oder dann machen wir nicht weiter. Und sonst kann man noch einmal drüber gehen und dann ist die Nummer abgesetzt und dann hat man keine Zeit mehr, um einen Satz zu suchen, weil dann muss die Bilder dazu generieren, jemand muss die Filme dazu generieren, jemand muss die Nummer einfach ausschreiben, jemand muss sie einfach lernen und so weiter. Also das ist, man muss wirklich wahnsinnig den Mut haben in sein Ding, dass es eben gut ist und dass es gut kommt und sagen, doch, es kommt jetzt gut, auch wenn jetzt das da nicht genau da ausformuliert ist und so weiter, das muss jetzt einfach so funktionieren. Ja, da könnten wir jetzt noch da weiter recherchieren, aber wir haben die Zeit nicht. Ja, man muss es einfach rausschmeißen. Und da merke ich da ein wahnsinnig viel ein Problem damit, mit dem Tempo und mit dem nicht können mal durchschnaufen, mal schauen, aber können wir jetzt würde ich es mal gerne anschauen, mal gerne setzen einen Tag lang und dann würde ich mal gerne übermorgen noch mal drauf schauen, ob das noch so, nein, forget it, keine Chance. Also sobald du sie mitgegeben hast, sagst du mir, ob sie gut ist oder nicht. Ja. Yeah. Und das sind schon so Sachen, die da auf einen zukommen, wo man so nicht kennt, glaube ich, in der Schweiz. Was ich aber, wenn du das Team ansprichst, was ich bei so Sachen immer etwas vom Allergeilsten finde, ist effektiv der Autorinnen-Sitzung sozusagen, wo einfach irgendwie alle... Soll ich dich jetzt entzaubern oder soll ich... The Writer's Room, wow. Genau, ich durfte schon für verschiedene Sachen in Autorenräumen sein. Und dort finde ich geil, dass halt einfach 90% wird ja nicht einmal am Schluss aufgeschrieben oder gesendet, aber du bist einfach zusammen am Umspinnen. Und irgendwann kommt die Hirn in so einen anderen Modus, wo nichts mit dem zu tun hat, was wir jetzt gerade machen, dass wir einfach reden, sondern irgendwann bist du einfach nur noch eben am Spinnen. Ja, jetzt tue ich jetzt einfach das in Zauber. Vielleicht bei deiner Sendung, ja? Du hast die Erfahrung gemacht, aber du hast ja immer noch, ich rede immer noch, du hast noch nie 12 Wochen am Stück an einer Sendung 12 Wochen im Autorenraum gesessen. Also kannst du mal korrigieren, ich weiß nicht, wo du überall drin sitzt. Aber wir reden hier von 35 Minuten und eigentlich 4 Tage Zeit. Also was ich damit sagen auch dass weil ich tue das gerne, weil ich aber immer wieder höre, oder viele Leute haben gute Vorschläge, wie man eine Late-Night-Show machen könnte. Und das mit dem Autorenraum, das haben wir am Anfang tatsächlich so, genau so, wie du das beschreibst, haben wir das gemacht. Wir sind zusammengekommen und dann haben wir 3 Stunden lang haben wir uns Zeug an den Kopf geschmissen und das umjongliert und haben zum Teil zur Auflockung noch ein Spiel dazwischen gemacht, irgendetwas Cooles, wo ich, ein bisschen anregt. Dann hast du mal Zeit gesagt, hey, machen wir mal Yoga. Machen wir mal Yoga vorher, wenn wir uns treffen. Einfach mal zum ein bisschen, also alles, das haben wir alles ausprobiert und gemacht. Ja. Und das war am Anfang, wo wir in der Phase gesehen sind von Deville, wo wir zum Beispiel noch nicht ab Teleprompter, sondern wo noch vieles improvisiert haben. Wo wir 3 Themen und einen Gesprächsgast, 2 Themen und einen Gesprächsgast hatten und dann ist die Sendung durch gewesen.
kein Deskpiece und so weiter. Jetzt in den letzten 3-4 Staffeln, dass die Autorensitzungen, wo man sich gegenseitig Mail zuschmeißt, das ist vorbei. Machen wir gar nicht mehr, oder was? Vorbei. Nein, also man trifft sich am Dienstag, trifft man sich, dann weiss man eigentlich schon, was für Themen noch rum sind. Dann werden oder sind so wie 6-7 Themen rum, oder, wo man von findet, das ist spannend, da könnte man etwas dazu machen. Dann wird vielleicht alle, es sitzen nicht einmal mehr alle am Tisch bei uns. Gell? Wir haben ja ein Büro, etwa wie der Raum, jeder das Pult. Der Marco sitzt an seinem Tisch, tut aber gleichzeitig schon das Meme vorbereiten, während wir Autorensitzungen haben. Die anderen tun irgendwie online etwas machen und so weiter. Und ich bin eigentlich der, der die ganze Zeit redet und die anderen hören einfach zu. Aber machen alle noch eigenes Zeug irgendwie, weil wir gleichzeitig, es ist ja nicht mehr bei uns nur Autoren, es sind alle noch eine dritte Aufgabe, oder? Und irgendwann noch, also spätestens in einer halben Stunde, verteile ich Themen. Und dann sage ich, du nimmst das Thema, ist das okay für dich und das und Simon, was für ein Thema willst du? Ah, okay, ja, nein, sehe ich nicht, hast eine andere Idee, schau das eher so, das. Mhm. Und dann geht jeder in seine Schreibklausel Kopfhörer auf und dann wird einfach geschrieben. Ja. Yeah. Und dann gibt es einfach dann so eine Einzelsitzung mit mir nochmal nach einem Tag. Also wo es dann zu mir kommt mit den Texten, ich schaue die Texte an, gebe meine Gedanken dazu, sage, ah, das kann man weglassen, ja, mach dort weiter. Oder auch, hey, das Thema ist nichts, weißt du, das ist im Fall vorbei, da redet niemand mehr darüber, da hat sich ein anderes Thema aufgetan. Mhm. Also es ist auch etwas, was ich schade finde, aber wir haben einfach herausgefunden, dass wir haben Zeit nicht, um können 3 Stunden zusammenzusitzen und ein bisschen so, jetzt sind wir ein bisschen kreativ, hey, was machst du, hey, weißt du was, und hey, ich muss noch etwas erzählen vom Wochenende und so weiter. das ist, man kommt wirklich schon massiv vorbereitet mit, wir haben damals Zeitungen gekauft. Also wirklich, dann hat jeder sein Kaffeetassli gehabt, in der Mitte sind, dann haben wir mal gemütlich 1 Stunde Zeitung gelesen, alle zusammen. So, was ist das Thema von der Sonntag, weißt du, Sonntagszeitung, oder? Was ist das Thema gestern gewesen? Ah, in Zusammenhang ankreuzt mit Lehrschrift, das ist echt komplett vorbei. Also, vielleicht bringt es die nächste hin, ich glaube, es hat schon auch gebraucht bei uns für den Entstehungsprozess. Ja. Yeah. Aber es ist unglaublich, wie wenig Zeit du hast und wie viel Zeit mit so einem kleinen Team du auch brauchst, also um irgendetwas zu machen. Also wenn du halt einen Cutter hast, aber du hast 3 Beiträge, die du musst schneiden innerhalb von 4 Tagen. Das ist, das, also jetzt nur mal, was jetzt so zum Beispiel letzte Woche unser Problem war. So wenig Zeit, so viel zu tun, so wenig Leute. Was hast du gesehen, was mal nicht ausgestellt worden ist? Das war in der letzten Staffel gesehen. Das hat nichts mit uns zu tun. Das ist wirklich ein Bock, der das Fernsehen geschossen hat. Also, das ist das Problem, dass quasi die Sendung wird ja am Samstag aufgezeichnet, am Sonntag wird sie geschnitten. Ja. Yeah. Dann wird sie, und weil ja alles extern stattfindet, wir sind eine externe Produktion, wird das zum Fernsehen aufgegeben. Und die müssen das dann die Sendung irgendwo auf ihre System aufspielen. Auf so eine alte Beta-Tape-Aufrolle. Das Problem ist, sie haben anscheinend ein neues System jetzt. Ah. Und das ist schon ein Prozess, der geht sehr lang. Also der geht irgendwie so 2 Stunden oder so. Der Prozess. Und irgendwie ist bei dieser Überspielung ist etwas falsch mit dem Ton gesehen. Also die Ton hat es nicht aufgezeichnet oder irgendwie so etwas. Yeah. Und das hat irgendwie niemand gemerkt, weil gleichzeitig ist an dem Sonntag, ich glaube sogar, es ist etwas im Ausland, irgendetwas im Ausland gesehen. Was ist es denn gewesen? Ist ja völlig wurscht. Irgendwie ist irgendetwas Wichtiges hat im Ausland stattgefunden. War irgendwann mal, was ist denn gewesen? Ist ja gleich. Und Schweizer Fernsehen hat alle Leute auf das Ereignis abgestellt und haben dann da uns überspielt. Da hat irgendjemand dann nicht so richtig draufgeschaut und dann irgendwie eine Viertelstunde oder 20 oder eine halbe Stunde bevor Ausstrahlung hat er gemerkt, Scheiße, hat der Ton nicht aufzeichnet. Und sie haben gewusst, sie reicht nicht, es reicht nicht, um das nochmal aufzuzählen, das geht nicht. Dann haben sie einfach den Notfallplan. Der Notfallplan ist einfach, falls irgendetwas passiert, wird die alte Sendung nochmal ausgestrahlt. Yeah. Und das ist der Punkt gewesen. Und das ist wahnsinnig spannend gewesen, dass ich, nein, nicht spannend, aber lustig, dass ich an die Sendung geschaut. Ich schaue sie immer, oder ich versuche sie immer dann auch live im Fernsehen zu schauen. Um so,
in das Lagerführerlebnis mit der ganzen Nation reinzukommen. Ja. Ist das irgendwie live mitchatten oder irgend sowas? Nein, das mache ich nicht. Das ist, das, wir sind auch nicht der Tatort. Das passiert jetzt auch nicht so bei uns, mal ehrlich. Aber versuche schon, dass ich die gleichen Emotionen empfange, die jetzt ein paar Tausend halt empfangen, an dem Zeitpunkt, dass ich schaue es nicht so gerne nachher oder vor. Ja. Yeah. Und dann fängt das so an. Und auf einmal kommt meine Freundin rausgesäckelt, aus ihrem Zimmer rausgesäckelt, wo die Sendung betreut hat und geschnitten hat, die Regie gemacht hat. Und nur im Vorspann hat sie gesagt, Dominik, das ist die alte Sendung. Und ich habe es nicht einmal gemerkt. Ich bin so, oder? Bei mir löscht sie so immer. Wenn ich es durch habe, dann weiss ich nichts mehr von der Sendung. Dann wird sofort alles, die Festplatte wird gelöscht. Und ich schaue dann einfach so ganz stumpf rein und sehe mich selber aus der Kulisse rauskommen und dann so, ah ja, stimmt, das sind ja irgendwie schon Themen, die vorher in dieser Pyramide angekündigt werden. Das ist ganz etwas anderes. Und dann ist natürlich wahnsinnig die Angst, dass es eventuell ein Fehler ist, oder? Dass wir etwas falsch haben, dass sie einen Fehler gemerkt haben, gesagt, hey, das können wir so nicht ausstrahlen. Oder irgendwie auf einmal hat sich irgendjemand gemeldet und gesagt, hey, die Thematik, das geht so nicht. Blablabla, Ombudsleute, keine Ahnung, das dürfen sie nicht. Ist ja alles möglich. Yeah. Und hat dann auch umtelefoniert. Es hat dann auch ganz lange gerade niemand richtig gewusst, auch beim Fernsehen, bei der Stelle, warum jetzt da die alte Sendung läuft. Und dann habe ich noch etwas Spannendes gefunden. Du kommst am nächsten Tag, kommst du immer die Quoten über. Ja. Yeah. Und daher habe ich dann gefunden, was machen wir jetzt, wenn es die Quote gleich oder sogar ein bisschen besser ist? Obwohl es einfach, weißt du, das ist ja, weil unser Trademark ist immer noch, dass wir die Einzigen sind, die aktuelle Wochenpolitik besprechen und Satire dazu machen und Comedy dazu machen. Yeah. Also wenn uns das Trademark weggenommen wird, weil alles andere sage ich immer, das kann jeder. Also das, wo eben irgendwie die anderen Formate gemacht haben, jetzt von Late Update abgesehen, aber eben so Headhunter und so weiter, wo nicht aktuell gewesen sind, das habe ich das Gefühl, das ist nicht so schwierig. Yeah. Der Druck. Und dann aber, Gott sei Dank, ist es wirklich so gesehen, dass die Nummer irgendwie 5% hat. Quote, die Sendung. Und man hat dann ja auch Kurven bekommen, du siehst, wie die Leute einschalten. Du hast gesehen, dass da die Leute wirklich einschalten. Ja. Oder? Wir haben so einen sehr guten Tisch. Also unsere Kurve bleibt immer sehr schön gleich. Das heisst, du hast eine treue Zuschauerschaft, die auch wirklich das bis zuletzt schaut. Das ist nicht wie so Leute dazu und so. Sondern es geht immer, oder? Du hast schon gesehen, ist die Kurve aufgegangen, aber wirklich in den ersten 30 Sekunden ist es runtergegangen. Es ist dann nämlich auch nach 30 Sekunden einblenden gekommen, wegen einem technischen Fehler ist es uns nicht möglich. Und dort hast du alles runtergegangen. Und das zeigt mir dann doch, also das Interesse ist da. Die Leute wollen aktuelle Satire haben und nicht irgendwelche Themen, die aus dem Nichts rauskommen oder die so halb aktuell sind. Ja, yeah, ja. Yeah. Wobei, wenn man sagt, wenn man zum Böhmermann anschaut, dort ist es anders. Der macht ja wirklich irgendein Thema, das so ein bisschen in der Luft liegt. Der macht jetzt wirklich monothematisch. So das John Oliver-mäßige, genau. Lang eins ausgiebig. Also er macht wirklich die Woche aktuell, Satire macht er nicht mehr. Mhm. Muss er aber nicht mehr, darf er auch nicht mehr, weil ja vor ihm die Heute Show kommt, wo er das macht. Also das haben wir halt nicht. Die haben sich halt aufgesplittet, sozusagen. Genau. Ja. Das ist geil, Quote. Das ist so etwas, ich meine, ich bin ja absolut Fernsehkind und klar, durch meinen Vater auch noch ein bisschen näher dabei gesehen. Und das sind so... Ah ja, wie hast du das gesehen? Dort werde ich so nostalgisch, weißt du, weil irgendwie Quote, also es ist immer noch wichtig, aber es ist nicht mehr die Währung, wo alles entscheidet, oder? Weil eben, da hast du ja noch online und Klicks und wie wird Quoten überhaupt noch gemessen aufgrund von all denen? Ja gut, das ist ja früher ist es noch viel willkürlicher gewesen. Also heute ist es immer passiert, ja digital die Messe. Genau. Schon dazu musst du ja noch mechanisch mit rein tun. Genau, und du hast dann die ganz komische Übergangsphase gehabt, wo sie gewisse Sachen gemessen haben und andere eben gar nicht und so. Mhm. Aber Quoten habe ich immer etwas wahnsinnig Faszinierendes gefunden. Ein Kollege von mir ist mal bei ProSieben, hat einmal so eine Stage gemacht, irgendwie bei TAF. Und dann haben sie wirklich, ist darum gegangen, dass sie in der Werbepause von RTL möglichst viel nackte Haut und also ja, hauptsächlich auf irgendetwas Sex oder etwas sehr Bekanntes. Genau dann innerhalb von der Sendung zeigen, damit wenn die Menschen in der Werbepause von RTL anfangen rumzappen, dass sie hoffentlich dann
dort hängen bleiben. Weißt du, so Zeugs, oder? Also das sind aber wirklich so Überlegungen, die wir davon machen. Also wo auch wir schon, obwohl es oft immer völliger Bullshit ist. Also es ist so, es ist wirklich wieder so ein Brainfuck, ein bisschen die Quote. Und die, wo ich auch immer gesagt habe, die Quote wird mich nie berühren. Das wird mich, also vielleicht muss man, ich weiß gar nicht, ob alle wissen, wie Quote funktioniert. Es kommen ja immer noch Leute zu mir und sagen, hey, weißt du, ich bin nicht daheim gewesen, aber ich habe halt den Fernseher laufen. Weißt du, das zählt ja dann, oder? Da kommen wir so Leute, dann sind wir so ganz vor Kopf gestossen und erklären, wie die Quote berechnet wird, nämlich aufgrund von einfach 1000 Leuten, wo ja quasi angefragt werden in der Schweiz, ob sie, ich weiß gar nicht, wie lange der Zeit rumgeht, sage jetzt mal ein Jahr, würden die Fernsehsendungen schauen und dann bekommen die so eine spezielle Uhr über, die aussieht wie ein Smartwatch. Ja. Yeah. Und die Uhr misst ja dann quasi, was du wenn schaust. Also auch im Gegensatz zu früher eben, ist es jetzt auch so, wenn du in eine Beiz gehst und du schaust einen Fußballmatch auf dem SRF 1, dann registriert die Uhr das, dass du jetzt SRF 1 schaust, obwohl du nicht daheim bist. Früher hat noch jeder so ein Kästchen daheim gehabt. Yeah, yeah. Oder jeder eben 1000 Leute. Also wird die Quote eigentlich nur von 1000 Leuten repräsentiert. Ja. Also es kann sein, dass wenn er eine Quote von 20% hat, dass gleich 5 Millionen Leute deine Sendung schauen, auf die 5 Millionen, die nicht so eine Uhr anhaben, die nicht gemessen werden. Und dann kommst du dazu natürlich noch eine Kurve, wo du auch siehst, wenn die Uhrenträger zu- und abschalten, im Minutentakt, das ist alles wahnsinnig spannend, da kann man sich wahnsinnig damit beschäftigen, wenn man so eine Sendung macht und eben, man sagt dann auch so, hey, das wird mich nie berühren, ich mache auf meine Sendung und Quote ist mir gleich, es sind nur 1000 Leute und so weiter. Aber trotzdem, ich meine, Depression ist immer vorberechnet, oder? Am Montag, einen Tag nachher, kommt die Quote und dann bin ich entweder depressiv oder ich bin gut gelaunt. Ja. Und da kannst du auch nichts dagegen machen, wenn du, weil irgendwie ist dann gleich, natürlich, sagen Klickzahlen und lalala und Fernseh, also Zeitungsberichte und so weiter über deine Sendung oder so weiter, das sind die Aufsteller. Aber trotzdem, die Quote ist dann gleich alles. Also wenn das Fernsehen zu mir kommt, dann ist ein Lied auf dem Tisch ein Zettel mit der Quote drauf. Da ist dann nicht, wie viele haben das angeklickt und da, schon auch, aber die Quote ist immer noch das Ding. Ja. Yeah. Und du hast auch einen Vater gehabt, also wo irgendeine Quote bekommen hat und dann hat er entweder Freude gehabt oder nicht, oder? Ich habe es selten mitgekriegt, weil es halt im Büro hatte, aber einmal hat es irgendwie auf dem Küchentisch gehabt von irgendeiner Sendung und jetzt war es so eine Kurve gesehen und ich so, was ist das? Und es sieht ja eigentlich aus wie so ein Aktienkurs, oder? Das ist wirklich genau, der Herzschlag für die Sendung, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann sagte ich, das ist die Quote vom letzten Montag. Und dann habe ich das so angeschaut und dann hat es wirklich so 30 Minuten ist es eigentlich recht, recht eine gerade Wellenlinie. Mhm. Und dann tippt es um, ich weiß doch auch nicht mehr, was es gesehen ist, von, es sind ja wirklich abartig, 950.000 auf 700.000. Tippt es runter und dann ist aber nachher wieder rauf. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das da? Und dann sagt der Talkgast. Das ist immer so. Ja. Und ich habe sogar gewusst, wer dort der Talkgast war. Und ich war ein Fan von dem Menschen. Und ich so, was? Wieso schalten denn Leute weg? Weißt du? Also das ist immer so. Sobald jemand Musik macht, sobald irgendjemand kommt, dann geht es gerade schnell zusammen. Genau. Oder? Und das ist ja sogar bei Wetten, das und was weiß ich, wo man so sagt, das sind die grossen Fernsehsendungen, die alles geschlagen haben. Sogar bei einem Michael Jackson haben dann irgendwie 10% schnell umgeschaltet. Mhm. Auch wenn das der grösste Popstar auf Erden ist, ist einfach so, das ist nicht Teil von dem, wo wir jetzt schauen wollen. So. Mhm. Ja, also das ist, und dann fangen wir wirklich an, so Überlegungen machen, so, weil du siehst eben nicht nur, ob sie wegschalten, du siehst ja auch, wo einer sie schaltet. Yeah. Also du siehst ja gleichzeitig die ganzen anderen Sendekurven und siehst, dort ist jetzt gerade etwas fertig gewesen, darum sind sie zu uns gekommen. Oder bei uns kommt jetzt irgendwie Musik, deswegen sind sie jetzt dort rüber schauen, wie, weiss ja nicht, was passiert. Mega gespannt auf Benissimo. Ich habe die Kurve nicht jetzt gesehen, also ich komme ja nur auch die Kurve von meiner Sendung über und ich kann die nicht irgendwo rumzeigen und die kann man sonst nicht anschauen. Aber es würde mir natürlich zum Beispiel bei Benissimo, hast du gesehen, was da alles jetzt, also wo jetzt wieder kommt, Benissimo, wer dort alles auftritt. Mhm. Hast du nicht gesehen, wer dort alles auftritt? Also da wird richtig fett, also gut, DJ Bobo. Naja. Was? Naja, ist natürlich. DJ Bobo. Ja, ich meine, DJ für Bobo das ist, Publikum. Ja, ja, DJ Bobo. Und die Sendung. Aber dann Helene Fischer.
Ja. Ich meine, das ist also heftig, finde ich, für so eine alte kleine Sendung. Sag mal, was ist The Lion King? Und The Lion King aus dem, du hast das wieder dazu gespielt, he? Ja, aber jetzt schauen wir schon. Und der Lion King Musical Sachen. Und Friends, das ja, gut, ist das Wichtigste. Die muss es natürlich haben, eben, siehst du, das sagt natürlich auch. Also, 100'000 Franken. Whitney Houston Songs. Gotthard. Ah, Gotthard. Mit Sinfonieorchester. Ja, ja, aber. Oh, fett, oder? Ich meine, da wieder anders. Aha, schau mal, da noch. Ensemble von Marius Bär, Nicole Bärnecker und. Ja, gut, das sind Friends. Das sind Friends. Oder? Nein. Aber auch noch Nina Bui. Marius Bär ist doch kein Friend. Die spielen Whitney Houston Songs. Okay. Achtung, Lion King aus London und Comedian Kaya Jana. Ah, Kaya Jana auch noch hinten noch. Ja. Also das ist wirklich ein grosses Familienprogramm. Aber ich weiss zum Beispiel, dass ja Helene Fischer ist ja das einzige, glaube ich, SRF-Video, wo mehr Klicks hatte als unser Switzerland Second. Yeah. Ich glaube, Helene Fischer das erste Mal im Schweizer Fernsehen atemlos durch die Nacht. Und ich glaube, es ist aber, glaube ich, das erste Mal gewesen, dass sie atemlos durch die Nacht überhaupt irgendwo auf einem Fernsehsender performt hat. Ah, und dann ist natürlich das. Und das ist, glaube ich, das einzige Video, wo mehr geklickt worden ist als Switzerland Second. Ja. Yeah. Switzerland Second ist ja mein Hassliebe. Weil, wieso ist deine Hassliebe? Das muss meine Hassliebe sein, das ist meine Satisfaction. Weil, ich weiß nicht, ob du dich kannst erinnern kannst. Jetzt bin ich gespannt. Kommt jetzt eine weitere Geschichte, wo ich die Idee auch gehabt habe? Nein, nicht. Mm-mm. Weil das gehöre ich bei dir mal. Nein, sondern ich bin bei dieser Aufzeichnung dabei gewesen. Ah. Und ich habe Auftritt gehabt. Und zwar. Eine Sekunde, nachdem das Video gelaufen ist. Und das ist, wie du mir mal gesagt hast, wenn du bei einer grossen Mixed-Show dabei bist und vorher Rob Spence alles wegballert, dann wird es gerade ein bisschen schwieriger. Ah ja, aber ist das so? Das ist ja... Es ist mein Problem gesehen. Nicht das Publikum, sondern es ist gesehen, ich schaue das Video, und ich habe das vorher ja nicht gesehen. Ja. Und ich sehe, wie die Leute abgehen und wie geil sie das finden. Und ich sage, oh, das wird jetzt heftig. Ich finde es so. Aber noch lustig, weil ich habe es dazu mal so gefunden. Dort haben wir noch nicht gewusst, was dort passieren wird. Aber ich habe das dazu mal, wo wir es dann gezeigt haben in der Sendung. Yeah. Drin, das weiss ich noch, dort haben wir mega wenig Publikum gehabt. Ja, aber? Sie. Ja, das haben wir 80 oder so. Ja, ich habe mal das Gefühl von 50 oder 60, jetzt sind richtig wenig Leute gekommen. Ja. Yeah. Und es ist ja noch Donnerstagabend, wenn wir dort aufzeichnen irgendwie. Und dort habe ich das Gefühl, das ist gar nicht so gut angekommen. Aber ja gut, wenn du sagst, eben, du weißt das Beste, weil du bist da in deinem Film. Es ist sicher sehr gut angekommen. Hm. Weil ich habe das eben rumgeschaut und vor allem ich einfach gewusst, es geht immer ums Verhältnis. Auch wenn es jetzt nur 20 Leute gesehen wären, Du hast da unten noch Wasser. Dann, du merkst ja, wo sich das Publikum einpegelt, oder? Mhm. Sie haben einfach im Verhältnis sehr, sehr stark reagiert auf das Video. Das weiß ich. Das ist ja der Grund, warum ich immer gerne zuerst auftreten. Mhm. Also auch mit der Band und so weiter. Man treten eigentlich immer am liebsten alle zuerst auf, wenn man keine Erwartungen erfüllen müssen. Also, weil du kannst einfach das machen. Ich finde immer, am ersten Auftreten ist immer am besten. Also viel lieber zuerst als ganz zuletzt. Ich finde, erste nach der Pause ist mein Lieblings- Spot. Weil sie dann auch schon betrunken haben, oder wie? Nein, das ist einfach, weil ganz als Erste ist so, also dort musst du wirklich noch viel Arbeit leisten, damit irgendwie das Publikum nebeneinander geht. Mhm. Ich mache es aber auch gern. Aber wenn ich kann wählen zwischen erste Hälfte oder erste, zweite Hälfte, würde ich sagen zweite Hälfte. Hm. Ach, die ganze Bühnentheorie, die sind da schon extrem... Das ist ja persönlicher Geschmack, oder? Extrem schön. Aber... Werde ich mich auch wieder müssen damit abfinden. Das ist auch etwas, wo ich halt im Fernsehen, oder? Ich meine, ich dort in dem Studio, wo wir das aufzeichnen, im Forum, dort fühle ich mich einfach wohl. Da haben meine Leute rundherum, da fällt es mir auch völlig nicht schwer, rauszugehen und irgendwie zu performen und so weiter. Jetzt sind die Leute, weiss, was erwartet, das ist alles einfach so safe. Und ich merke, dass mir auch so Bühne-Sachen wieder schwer fallen und dass ich auch auf einmal eigenartig nervös bin. Auf Bühne-Sachen, die ich bei Fernsehen nie habe und auch vorher eigentlich bei Bühne selten hatte. Aber jetzt irgendwie
ist das, es ist wirklich eine komplett andere Welt, denkt es mich. Also es ist, ja, es ist von musst ja wieder reingehen. Dann, mhm. Wobei, eine Bühnenshow haben wir zusammen irgendwann. Im Dezember. Bist du schon vorbeigegangen zum Filmen? Und, mhm. Ah, du bist vorbeigegangen, ja? Und ist gut. Mit dem Frank letzte Woche, ja. Ah, ist das gesehen? Also ja. Dort haben wir so Promo-Interviews und was weiß ich gemacht, ja. Ja, 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 ja. Wolltest du vielleicht sagen, wo es ist? Dann ist es vielleicht gerade eine Werbung. Was ist 1. Dezember? In Cham. 1. Dezember in Cham. Ja. Dreigänger. Heißt es Dreigänger? Nein. Ah. Es heisst... Aber sind wir jetzt Dritte? Du, ich... Drei Raum. Drei Raum? Ja, weil die Idee ist ja irgendwie, dass wir in drei verschiedenen Räumen spielen. Aha, ich habe die Idee noch nicht so verstanden. Ich habe sie auch erst jetzt langsam besser verstanden. Ah, sind drei Räume? Ja. Zuerst und nachher spielen wir die zweite Hälfte alle im gleichen Raum. Dann kommen irgendwie alle in einen grossen Saal. Okay. Also zuerst splittest du irgendwie und nachher... Und da ist dann nur mit Essen und so? Sind die Leute essen? Nein. Da. Das ist ja sehr eigenartig. Okay. Spannend. Aber ja, 1. Dezember. Da steht schon irgendetwas, wo es peinlich wird. Das ist bei deinem Text. Ah, da fügt an, wo es peinlich wird. Ein Futtel und Pädagoge fühlt sich an verlassene Erinnerung. Aha, die gehen da noch vom alten Programm aus, im Lorzensaal kam. Sehr schön. Da, und dann steht irgendwie schon Opas Nazi-Vergangenheit. Das ist da beim Frank. Ich finde es großartig. Okay. Hast du damals die Pressetext selber geschrieben? Mhm. Ja, ich schreibe Pressetexte, also Programmtexte immer, also alles schreibe ich selber. Also auch der Pressetext, ja. Ja. Yeah. Aber auch einfach, weil mein Manager zu faul ist. Das, und auch immer so, ja, das ist gut so, oder? Das ist gut so. Nein, Pascal, nein, das ist, nein, bitte nicht. Aber schaut auch zu Pascal, beste Manager, beste Agentur. Das ist so eine geile Serie. Mhm. Also wirklich. Hast du auch noch? Ja, du hast auch noch Agentur, oder? Ah, logisch, ja, deine Dreiecke. Nein. Was? Agentur? Ja. Nein, Agentur. Ah, du hast nicht mehr? Nein. Also, du machst das selber, du bist selber deine Agentur? Management mache ich selber. Okay. Dann habe ich... Gibt da nicht so viel zu tun? Genau. Dann habe ich einen Kollegen, den Luca, der ein bisschen für mich arbeitet. Und ich tue eigentlich jetzt mittlerweile einzelne Sachen outsourcen. Mhm. So, weil ein anderer Kollege, der Claudio, der macht Teil vom Tourbooking. Mhm. Einfach so die Locations, wo ich jetzt nicht eh die ganze Zeit im Kontakt bin. So. Oder mal etwas Neues, wenn man irgendwie sieht, oh, keine Ahnung, Prag. Nein, aber weißt du, auf irgendetwas, was du noch nie gesehen bist, dann macht er auch mal irgendwie. Ja, das ist so die initialen Anfragen etc. Aber Management habe ich jetzt immer wie mehr gesehen, dass halt dann je nachdem, wenn jemand noch wieder zwischengeschaltet ist, die Arbeit, die ich habe, ist ja eigentlich die gleiche. Ich muss ja dann auch hier und her schauen mit dieser Person. Ja. Und die Person muss dann mit dieser Person wieder hier und her schauen. Also ich finde, es kommt natürlich, also ich weiß nicht, man kommt je nach Management halt andere, ich sage es nicht besser bezahlte, aber auch spannendere Auftritte. Nein, habe ich das Gefühl. Ja, natürlich. Ein Kunst. Ich weiß nicht, wie es in der Comedy ist, ein bisschen Kunst, Gabaret und so klar, weiter. Klar, ich meine, das Geilste ist ja bei einer Agentur, du hast jetzt irgendeinen Riesenkracher, Und du als Deville bist so in der Rangliste zweitoberst. Das ist perfekt. Weil dann kannst du eigentlich ja immer alles erben, wo Riesenkracher nicht hatte, weil entweder zu teuer oder selber schon immer am Spielen. So, klar, dort hast du die Symbiose. Mein Glück ist jetzt, weil ich eben keins habe, ist, dass wenn die einzelnen Agenturen am Ende sind von ihrem Roster, weil jetzt irgendwie gerade dort niemand hatte, dass sie dann sehr schnell irgendwann zu mir kommen. Aber machst du selber auch Akquise? Also du bist du hast jetzt du machst jetzt dein neues Ding. Mhm. Das ist immer noch Stand auf, oder? Ja. Ja. Und dann... Und in Basel Best Of. Und in Basel, genau, das haben wir noch mitbekommen. Ja. Stimmt. Und dann hast du jetzt meinetwegen ein neues Programm und dann gehst du... Machst Flyer und dann schickst du die an Veranstaltungen? Oder wie machst du jetzt deine Tour? Oder gehst du wieder zu der gleichen nennen? Das sind immer der gleiche Kreis, was es zieht. Genau, es sind Plus, Minus. Eben, und wenn es mal etwas Neues gibt, dann schauen wir das an. Also machst du eine Kaltakquise? Auch?
Also, dass irgendwo deinen Flyer reinschickst und sagst, nein, hey, also Flyer nie, aber eben der Tourbooker. Also natürlich. Der Tourbooker, der macht das ab und zu. Aber ja. Es gibt einen gleichen Tourbooker. Eben, der Claudio. Der nimmt ein paar Teil, wo eben bei vielen Locations habe ich eh die ganze Kontakt mit ihnen. Und wir machen irgendwie noch Mixed Shows und so. Mhm. Und dann ist es wirklich einfach, ja, wenn kommst du wieder, keine Ahnung, schauen wir schnell, dann hast du es gerade eingeschrieben. Ja. Keine Ahnung, 12. März, okay, haben wir gemacht. So, also weißt du, ja, das läuft von allein. So. Und Kaltakquise, die macht nicht ich. Das ist ein geiles Wort, gell? Das finde ich heute, sehr geil. Heute ist mir das wieder in Sinn gekommen, und zwar wegen der Michelle Kalt, genau. Wo sie das Thema, sie das Thema, das Thema vorgeschlagen und dachte, das ist eine Kaltakquise quasi. Und das finde ich auch ein guter Bandname, Kaltakquise eigentlich. Also, wenn ich mal wieder sollte, mal eine Band habe, wird das so genannt. Ja, dann lass uns doch noch über etwas Aktuelles reden. Oh. Ich weiß nicht. Ja. Du hast gern. Du hast letztes Mal hast du nur über Zukunft reden. Ja, das ist ein Podcast-Experiment. Wir könnten, wenn wird der ausgestattet, der Podcast? Das weiß ich noch nicht. Wir müssen noch anschauen. Also ich meine, reden wir von Tagen oder von Wochen? Wochen. Ah, also wenig Wochen. Aber wenn wir jetzt über Queen-Beerdigung redet, wäre das ein bisschen weird, weil vielleicht wird es die 3 Wochen ausgestattet, interessiert es nicht mehr. Ich glaube, es interessiert auch den noch. Ist die jetzt schon gesehen? Wer? Queen ist gesehen, ja. Ja. Nein, Beerdigung? Beerdigung. Also willst du mir jetzt ernsthaft erklären, du hast das nicht mitbekommen? Die Beerdigung. Nein, ich weiß nicht. Für mich ist es ja auch noch schwierig. Das ist ja auch ein Teil noch ganz schnell von meiner Arbeit. Von deiner Arbeit. Du siehst das alles. Du bist in dieser Bubble. Yeah. Und du siehst so viel Zeug und die Leute haben keine Ahnung. Ich mache wirklich immer das Experiment, dass ich am Anfang von der Aufzeichnung die Leute immer frage. Es ist jetzt im Fall wieder so gewesen. Ich habe die Leute am Anfang gefragt von der Sendung, hey, was haben Sie das Gefühl, was hat euch diese Woche beschäftigt, was haben Sie das Gefühl, werden wir heute in der Sendung besprechen? Und es kommt wirklich von 10 Mal, wenn ich das frage, ist vielleicht 2 Personen, die ein Thema bringen, wo wir wirklich in der Sendung haben, wo wir das Gefühl haben, das ist top aktuell, da finde ich, ja, es ist auch top aktuell. Es kommt immer mit irgendwelchem Zeug, das ewig vorbei ist. Yeah. Oder Sport. Jetzt, letzte Woche war es Champions League gewesen. Champions League und die andere, jemand hat auch schon angefangen mit Skirennfahren, irgendetwas. Du hast das Gefühl, was schauen, wo wohnen wir denn? Aber das ist das, was die Leute interessiert. Mhm. Um nochmal auf Quote schönen Bogen, wenn uns ja etwas Quote klaut, sind es wirklich immer die Live-Fußball- Eishockey-Events. Du kannst, es ist wurscht, was du veranstaltest auf dem Sendeplatz. Wenn gleichzeitig auf SF2 Eishockey irgendetwas läuft, bumm. 100.000 Leute weniger, die zuschauen. 200.000 Leute. Also es ist unglaublich. Aber dann bist du in dieser Bubble inne und du merkst irgendwie, dass die Leute die sitzen einfach, also ich weiß keine Ahnung, ich finde es, aber jetzt auch. Also ich habe das Gefühl, man ist doch gestern an dieser Beerdigung nicht vorbeikommen. Christoph, bist du an der Beerdigung entlang gekommen gestern? So halbwegs. Also ich habe gehört, dass sie irgendwann in der Gruft gelandet ist, ja. Wo ist sie gelandet? In der Gruft. Ah, in der Gruft gelandet, wurde, ja. Zuletzt noch, ja. Ruhe, ja. Also meine Frau hat das mitverfolgt. Sie verfolgt es eigentlich seit Tagen mit, alles. Von dem her bin ich so indirekt gut updated. Also, okay, siehst du. Also immerhin. Und auch SRF hat ja eine Riesenschaltung gemacht. Also es ist eigentlich ununterbrochen Glanz und Gloria gelaufen, mit schwarz angelegten ModeratorInnen, wo nur über die Beerdigung, ich glaube, ab Mittag war nur noch Beerdigung gewesen. Auf allen Sendern, 20 Minuten, Live-Ticker, Blick, Vollgas, also man ist nicht vorbeikommen. Yeah. Finde ich ein bisschen pietätslos, dass du da. Aber du bist ja der Feel-Good-Comedian. Das ist natürlich Beerdigungen, sind da überhaupt. Nein, also wenn es gestern gesehen ist, was haben wir gestern gehabt? Montag. Ja. Und Montag. Ist die 10 Tage dauernde Trauerphase vorbeigegangen? Ist sehr simpel gesehen. Ich hatte eine lange Sitzung gehabt. Und dann habe ich ein paar Mails beantwortet. Und dann habe ich angefangen zu kochen. Das harte Leben. Das heisst, erfolgreiche Comedian, die sich selber managt. Genau. Ja, okay. Und darum habe ich kein einziges Mal irgendwie Fernsehen angeschaltet. Aber auch oder so was Klick und so. Nichts. So. Nein, aber ich probiere ja eben an so Tagen, probiere ich auch sehr bewusst. Mhm. Nicht, dass ich jetzt gewusst habe, dass es Beerdigung ist, aber das habe ich gemerkt, als ich noch Wochenrundshow für das SRF 3 gemacht habe. Mhm. Da habe ich
ganz am Anfang ist es ja wirklich so, alle zwei Wochen habe ich Sendung gehabt, und da habe ich immer gemerkt, wie ich in einer Woche alles weiß und in einer Woche nichts. Ja. Also es geht mir ja auch bei der Sendung so, also wenn sobald die Staffel fertig ist, hättest du wahrscheinlich auch nicht mitgekriegt, dass die Queen beerdigt worden ist. Ja, so Sachen. Ich habe gewusst, es ist diese Woche. Ich habe nicht gewusst, ob gestern oder heute oder morgen. Weil ein Gast hat jetzt mit dem zu tun gehabt und hat darum heute nicht kommen können. Da habe ich gefunden, da kann ja der willkommen. Ein Riesending ist es gewesen. Es ist also wirklich faszinierend. Ja. Und was ich letzte Woche gesehen habe, ist irgendein Video, wo halt irgendwie alle anderen Royals, glaube ich, zum Palast sind und dann haben die Leute ihnen Blümchen gegeben und so. Das habe ich noch so halb mitgekriegt. Ja, Totenwache. Wo sie aufgebahrt war und wir können vorbeilaufen am Sarg. Ja, genau. Also 13 Stunden gewartet haben in der Schlange. Abartig. Das ist, das hätte ich mal sollen, das wäre mal eine gute Impfkampagne gewesen eigentlich. Also, tote Königin, dort stehen die Leute an, 13 Stunden, um dort mitzumachen. Ja, es ist, man findet es irgendwie total lächerlich und irgendwie sagt, hey, ich kann das nicht, weißt du, was das auch gekostet hat? Ja. Also ich meine, England geht an den Arsch, ja, das geht schön an den Arsch, das Land jetzt so, mit allen ihren Troubles, die sie haben und so weiter. Ich bin jetzt gerade auch der Sommer wieder dort gewesen. Also das kommt nicht so gut dort. Also gerade so für die unteren Schichten kommt das nicht so wahnsinnig geil dort, was jetzt passiert. Ja. Yeah. Und jetzt kommt es bei wo, hey, Millionen, es kostet Millionen, kostet das. Und es wird gedreht, aber offensichtlich irgendwie von der Bevölkerung, oder? Ja, und ich glaube schon nur der Palast an sich kostet, weiß nicht wie viele Millionen, um überhaupt zu funktionieren und so. Und das soll jetzt aber aufgemacht werden, habe ich gehört. Also was heisst aufgemacht? So ein bisschen mehr Besichtigungen. Ja, eben so ein bisschen mehr Besichtigungen. Ist es spannend, was passiert? Also was dort passiert, wenn jetzt da der Charles... Und der Charles wird es jetzt auch nicht so lange machen, keine Ahnung. Der ist jetzt auch schon Mitte, Ende 70. Aber dann kommt ja die ganze junge Generation, die ganz Hipper, kommen ja dann. Da kommen ja wirklich so TikTok-Könige, kommen ja dann. Nee, jetzt sind sie so sicher... So Harry und so, das sicher auf TikTok. Ah, der ist gar nicht mehr der Thronfolge, der andere, der Dale. Nein, also wenn es der Charles nicht war, dann war es der William. William? Wie heißt er? Ja. William und Kate, oder? Ja, die haben sich, das merkst du ja auch, die haben sich ja schon vor Jahren, haben sie sich sehr klar in das Konstrukt auch von ihnen begeben, dass, wenn es dann mal so weit ist, dass die dann auch Adelsexperte. Siehst du jetzt, ohne dass ich irgendetwas von der Beerdigung mitgekriegt habe? Die hat doch schön, hätte sich da, hast du das gut beobachtet, so aus der Warte raus, wie die sich da reingegeben haben? Ich glaube schon, oder? Also ich glaube, sie nehmen die Rolle sehr gerne an. Ja. Okay. Also und du hast jetzt in dem Fall für die Sendung, hast du jetzt gestern den ganzen Tag SRF geschaut? Ja, wirklich. Wir haben den ganzen Tag da geschaut. Haben ein paar lustige Medien am Abend, Push heisst das, wo man so etwas für YouTube, Insta und so weiter, so ein kleines 2-Minuten-Film raushauen. Ja. Yeah. Und das haben wir beerdigt und gemeint, das zusammengefasst, ein bisschen Zeug gesammelt, ein bisschen Pieces zusammengesammelt, wo man lustig gefunden hat, was aufgefallen ist. Ja. Yeah. Und deswegen tut man sich mit so sagen. Also die Zeitungen sind voll gewesen. Gestern haben wir eben wollen Themen sammeln für das Wochenende, was wir besprochen haben. Und es wird alles zudeckt von dieser Beerdigung. Also alles andere findet einfach nicht so statt. Und du merkst, da werden auch ganz viele Journalistinnen und Journalisten abgezogen von anderen Stellen, dass man dort kann irgendwie das anschauen kann. Hat auch müssen der Lorenz übrigens Hauser, um jetzt gerade mal auf den Comedy Award. Ja. Yeah. Swiss Comedy Award müssen bitter erfahren, wo ihm ja ganz viele Slots versprochen worden sind beim Schweizer Fernsehen, wo man Werbung machen für das Event, also bei G und G, ganz kleine Berichte und so. Und dann stirbt doch die Königin wirklich irgendwie einen Tag vorher. Und dann natürlich alle abgesagt, jetzt 10 von 10 haben sie da was machen, G und G. Dann haben alle abgesagt und gesagt, nein, es ist jetzt alles voll mit dieser Königin. Wir tun jetzt nicht da, wir haben lustige Leute auf der Bühne, wo und der Peach Weber. Der Peach Weber war aber grossartig gesehen. Ich habe deine Rede sehr, sehr geil gefunden. Danke vielmals. Aber ja, es ist jetzt auch nicht so viele andere Reden rumgesehen, die irgendwie
Naja, es hat viel Auftritt gegeben und es hat viel Dankesreden gegeben und was weiß ich. Und, ja, ich habe es auch ein bisschen falsch verstanden. Ich habe wirklich gemeint, ich muss ein bisschen etwas lustig haben, dann nehme ich den Job ernst. Ja, logisch. Ja, aber danke, nehme das gerne an. Es hat auch dort, ich habe es auch einen coolen Anlass gefunden, also so zum dort sein. Ist es noch, ich weiß nicht, wie es im Fernsehen gewirkt hat, aber... Noch besser, das ist aber genau das. Dort ist jetzt eine gute Brücke geschlagen worden von, es ist ein Live-Event, wo gut funktioniert hat im Raum. Mhm. Aber am Fernsehen ist es noch besser übergekommen. Hast du noch mal im Fernsehen geschaut? Durchgespult. Ah, durchgespult. Ja. Okay. Wie meinst du, man dich sieht? Genau, einfach immer nur auf mich geschaut. Gut, du bist auch dort... Nein, sondern eben effektiv, wie hat es gewirkt? So, oder? Und dafür so ein paar Keypoints, sag ich jetzt mal. Mhm. Einfach schnell so ein bisschen angeschaut, oder? Emil seine Rede nochmal und so Zeugs. Ja. Wo ich einfach habe wollen schauen, wie wirkt das im Fernsehen. Also man muss sagen, das Fernsehen hat dort nochmal alles reingeworfen. Ja, so einen Kran hast du noch nie gehabt im Vorjahr. Ja, die nächsten fünf Sendungen werden Katastrophe sein, weil wir kein Geld mehr haben, weil sie einfach den Kran haben müssen und den Pete Schweber, der natürlich Fortune kostet. Pete Schweber ist mit dem Kran. Ja, haben sie ihn rein. Aber er hat natürlich nichts miteinander zu tun, die beiden Sachen. Aber dort hat man mal gesehen, wenn das Fernsehen richtig besorgt, habe ich das selber auch wirklich beeindruckend gefunden. Ja, ja, weil Samstag Oberkiste. Ja, ist aber richtig fett wird da rein. Also es geht aber schon. Es ist schon noch da das Material und es wartet darauf, dass es gebraucht wird. Richtig. Und es ist ja nicht immer im Studio drin gewesen, muss man auch immer sagen. Es ist ja eine Fremdveranstaltung quasi in dem Saal gewesen. Und das macht schon etwas aus. Es sind natürlich auch so geil, die Kästen, die Wege vorne draussen stehen. Ja, logisch. Das ist toll. Logisch. Ja? Also Gabriel Vetter hat gesagt, wenn er mal etwas fürs Fernsehen möchte, dann wollte er, dass aber mindestens drei so Wege vorne draussen stehen. Die können auch leer sein, hat er gesagt. Egal, das ist egal. Das muss aber einfach, dass das Publikum vorbeiläuft und so, wow, da, SRF, oh, da ist aber irgendwie etwas. Aber das da hat er total recht. Das Gefühl habe ich eben gehabt bei Aufzeichnung Quatsch Comedy Club. Und wirklich schon viele Fernsehsendungen vorher eben erlebt und so. Und dann eben gehst du zum Teil nicht mehr rein und dann hat es eine Kamera ähnlich wie die und so. Mhm. Und dann kommst du zum Quatsch Comedy Club und dann haben die einfach, wieso auch immer, haben die 7 Lastwagen draussen. Ja, also Berlin, oder? Ja. Meinst du? Ja, ja gut, Berlin. Da muss man einfach immer 7 Lastwagen draussen haben, egal was du... Eben. Mit der Fernsehproduktion und es ist einfach der riesen Tam-Tam. Und dort ist zum Beispiel, die sind sehr erstaunt gesehen, dass ich ohne Management oder irgendetwas komme, weil einfach alle anderen... Mit dem Rollköfer vielleicht oben bist. Ja, weil alle anderen einfach... aus Prinzip mit 5 Leuten kommen. Das ist mir aber auch so, das ist mir auch, als ich irgendwo mal gesehen habe, wenn ich keine Ahnung gesehen habe, auch im deutschen Köln irgendetwas und das sind auch so 2, 3, 4 Comedians, wo ich jetzt nicht könnte, also weißt du, wo jetzt nicht, zwar schon ein bisschen intuitiv, jetzt können sie, weißt du, so Erica Radcliffe und so, ich glaube, die haben noch dort erst kennengelernt. Ah, hast du die Dings gesehen, der 3-Länder-Roast? Richtig. Ja. Yeah. Und die sind auch alle mit der Entourage, sind die alle gekommen. Also sicher 2 Leute und wirklich so jemand, der so rund und um sie gekümmert hat. Und das ist, nein, da sind wir in der Schweiz halt wahnsinnig bescheiden. Ich glaube, das macht uns auch aus. Und deswegen sind wir auch so erfolglos im Ausland, wenn wir einfach nicht mit einer geilen Entourage reinkommen. Vielleicht liegt es an dieser Schweizer Bescheidenheit. Hat der Emil eine Entourage? Nein, der hat aber auch keine Entourage gehabt, der Emil, dazu mal. Er hat die Frau. Wo? Ah, jetzt meinst du? Ja, aber ich rede von dazu, wo er im Ausland gross wurde, wo er in Deutschland riesig wurde, ist er nämlich auch immer alleine unterwegs gewesen. Und hat kein deutsche... Das weiss ich jetzt nicht so genau. Ich bin nicht dabei gewesen. Push gehabt, ja. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ah, ja, wegen Bescheidenheit. Das sind natürlich News, wo ich mitgekriegt habe und mich beschäftigt haben, ist, dass der King Roger zurückgetreten ist. Mm. Wieso jetzt apropos Bescheidenheit? Weil das heißt, die Schweizer sind ja so bescheiden und vom Roger wird immer gesagt, er ist so bescheiden. Ja. Was soll ich jetzt so dazu sagen? Ja, wie du gesagt hast, über aktuelles Zeug geredet. Okay, gut. Beatmung ja, der ist natürlich auf dem kalten Fuß, auf dem falschen Fuß hat er uns verwutscht. Kalt verwutscht hat er uns. Wir haben ja wirklich. Wir haben gerade aufzeichnen, gerade anfangen und dann ist die Meldung reingekommen, dass er zurücktritt. Und dann dachte ich, Scheiße, ich muss, jetzt machen wir jahrelang Roger Federer Witze und irgendwie weiss nicht was und haben ja wirklich schon ein Video gemacht,
wenn er zurücktritt, also dass man so ein gefakedes Notvideo macht, mhm, wo die Schweizer Regierung rausgeht, fast zurücktritt. Aber das haben wir schon vor 3 Jahren gemacht oder 4 Jahren, yeah, wo schon mal so die ersten Gerüchte, die ersten Verletzungen angefangen haben und er so mal gesagt hat, ja, lang macht das nicht mehr und er hat ja gleich noch und so weiter. Yeah. Und dann haben wir müssen einfach nochmal für 3 Minuten Material schreiben, schnell, in einer 20 Minuten oder so etwas. Also wirklich nochmal so. Aber das Video haben wir gehabt. Ja, aber das haben wir nicht in das Handy können zeigen, weil das haben wir schon vor 3-4 Wochen, Jahren schon gezeigt. Also, ja, das haben sie schon gezeigt. Nein, aha, natürlich. Aha, ich habe gedacht, so wie die News-Sendungen einen Nachruf, ja, schon parat, ja, haben. Ja. Habt ihr schon ein Rücktrittsvideo, ja, parat? Nein, das haben wir wirklich dort, wir haben einfach für so Sachen kein Geld. Wir können nicht Zeug auf Vorrat produzieren, das funktioniert einfach nicht. Das, wir haben schon lange die Idee gehabt, dass wir mal so eine Sendung machen, ebenfalls genau so einen Fall eintritt, wie jetzt mit der Tonspur, dass man mal eine Sendung aufzeichnet, schon voraufzeichnet, wo einfach nur mehr sich darüber lustig macht, weil meine Sendung nicht kommt. Yeah. Und wo man dann notfallsmässig, das ist so plötzlich, wir wissen nicht, wenn, wie, und yeah, das ist einfach, also wie wüssten wir, aber wenn, und haben Zeit nicht. Yeah. Gut, und dann haben wir wirklich müssen, ist das ein Fahrt, dann haben wir müssen schnell nochmal hinter die Kulissen, sind alle Autoren zusammen mit ihren Laptops, und dann haben wir schnell nochmal irgendwie 20 Roger Federowitz uns aus der Hirnwindung rausgequetscht und sehr viel geschmacksloses Zeug natürlich, wo wir dann alles wieder gestrichen haben, das ganz schön müssen gestrichen, und dann einfach die 5, die wir gefunden haben, das sind jetzt die am besten verheben, haben wir dann, oder dann auch versucht mit der Queen irgendwie noch zusammenzubringen, haben wir das müssen machen. Also das hat uns dort wirklich verwünscht, der Roger. Also man ist für so etwas nie parat, für so einen grossen Moment natürlich. Yeah. Und man gewusst, da habe ich so gesagt, in meiner absoluten Tennis-Uninteressiertheit, warum? Da hat doch am nächsten Sonntag immer der Dalwig so angeschaut, mit zu sagen, was, das ist die Meldung, vergiss Queen, der Roger Federer ist zurückgetreten. Und tatsächlich haben sie recht gehabt, das ist dann auch wirklich das gewesen, was die Leute auch wollten sehen und was sie dann auch beeindruckt hat, dass da etwas gekommen ist, so in der Richtung. Also dort haben wahrscheinlich mehr als 2 von 10 gesagt, dass das jetzt das Thema ist, oder? Ja, das glaube ich auch. Also dort habe ich wirklich gefragt, aber dort habe ich dann auch schon gesagt, eben Roger Federer ist ja klar. Aber eben sonst haben die da keine Idee gehabt. Also zum Beispiel das Nagra-Urteil, wo wir das grösste Piece darüber gemacht haben. Nichts. Das hat niemand, dass Abstimmungen sind, niemand interessiert, Masti halt. also die Leute kommen, das ist aber auch schön, dass die Leute einfach kommen und lassen sich auch von uns ein bisschen Themen diktieren, das ist auch eigentlich schön. Ja. Also dass sie das als aktueller achten, wo wir ihnen vorlegen, ja, das sind jetzt die Themen, wo man darüber reden muss, wir machen jetzt die Themen. Das ist, das haben wir auch müssen feststellen oder lernen. Und dass wir in vielen Sachen zu früh sind, eben in dieser Bubble hin. Also wir möchten etwas. Ja, ja. Weil wir darüber gelesen haben und haben das Gefühl, hey, das ist doch jetzt überall. Mhm. Ja? Aber das ist wie Musikhits. Wenn du früher noch jemanden beim Radio geschafft hast und du ein Lied schon nicht mehr hast können hören, ist der Fang bei der Masse so langsam ins Ohr gekommen und dann nochmal 1-2 Monate später ist der Überhit gesehen, wo alle hören und alle geil finden. Und du hast irgendwie gefühlt, bevor einem halben Jahr schon gesagt, boah, das Lied kann und das ist aber wirklich, dass die Leute... Das ist mit News-Cycle wahrscheinlich genau das Gleiche. Und das ist auch mit der Satire, dass du nicht am Anfang, dass du aber nicht Themen nimmst, die so fresh sind, dass die Leute sich noch gar nicht informiert haben darüber. Oder sie haben sich noch gar nicht, oder? Du musst so wie schon voraussetzen. Ja. Yeah. Dass du nicht vorher eine Minute musst erklären, um was geht es, wer sind die Protagonisten von dieser Story, was ist genau die Schwierigkeit drin, sondern das meiste. Und das ist ja zum Beispiel etwas, was der Böhmermann wahnsinnig voraussetzt. Der schmeißt amigs Zeug rein, irgendwie, wo er immer wieder staunen, wie er einfach so also popkulturelles, aktuelles Wissen, wo er einfach voraussetzt, dass wissen die Leute, und sonst schnallt man dagegen nicht. Yeah. Also das ist einfach, die Nummer schnallt man einfach nicht. Yeah, yeah. Und da sind wir noch viel vorsichtiger. Also bei mir ist immer ganz wichtig, dass, oder sagen immer, hey, okay, wir machen etwas, aber das kannst du nicht voraussetzen, sagt der Autor, eine Autorin von mir, das kannst du jetzt nicht voraussetzen, dass das die Leute wissen. Du musst erst mal die Meldung, dann musst du mal ganz kurz, 1-2 Sätze, um was geht es, was ist das Ding? Und dann kannst du mit den Gags kommen. Aber wenn du irgendwie eine Meldung und dann kommst du Gags und die Leute so,
was? Naga, noch nie gehört. Was, ja. Was ist Abstimmung? Wer macht das noch? Abstimmen. Und so. Also, das ist so. Ach, das sind die Feinheiten. Das habe ich aber so als, ich weiß auch nicht, älteres Kind, jüngerer Teenager, was auch immer. Weißt du, du kriegst schon so ein bisschen Sachen von News mit, aber noch nicht so richtig. Und ich habe mir dort immer gewünscht, so wie bei Soaps, dass du einfach so einen kurzen Recap kriegst, weil oft ja dann in News-Sendungen wie Tagesschau oder was weiß ich, einfach Teil 3 jetzt gerade erzählt wird von dieser Saga, oder? Aber du hast keine Ahnung, was Teil 1 und Teil 2 siehst. In der Zeitung machen sie das ja mit diesen praktischen Boxen, wo einfach ich klicke eigentlich nur mit Boxen an und lese Boxen und dann die Überschrift und dann ist gut. Für mich habe ich auch gar keine Zeit. Das ist auch ein Punkt, wo ich gerade noch an meine Nachfolgerinnen und Nachfolger sagen. Du hast auch gar keine Zeit zum Recherchieren. Das ist die grösste Gefahr. Ja, dass du Fehlinfo raushast. Nein, dass du dir die grösste Gefahr ist, dass du der Zeitfresser Nummer 1 ist die Recherche. Ja. Yeah. Dass du dich so viele Sachen darüber liest und am Schluss weißt du überhaupt nicht, wie soll ich das jetzt eindampfen auf lustige 2 Minuten. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann hast du wahnsinnig viel Informationen, aber keine Gags. Und das ist auch viel, dass mit Texten bekommen oder immer wieder, oder auch wir selber schreiben Texte und denke, ja gut, das ist jetzt einfach Tagesschau-Text. Es ist nicht lustig, es hat nichts, um darüber nachzudenken. Es ist einfach informativ und die News noch und so weiter oder noch der kleine Detail und so weiter. Also das ist auch etwas, wo ein Fluch ist, dass du dich einfach so verzettelst in Zeug und am Schluss hast 5 Seiten, einfach Lauftext, Informationen und spannende Zahlen und denkst so, Das hatte ich mal bei einer Stand-Up-Nummer gehabt, wo dann eben effektiv nie auf die Bühne gekommen ist, weil ich fand, ich will mal irgendwie ein bisschen mehr über das Thema wissen und so. Und dann irgendwann habe ich 13 Seiten Aufsatz, Maturaarbeit oder was weiß ich, über das Thema gehabt. Geschrieben auch, wirklich so, das muss ich sicher drin tun und das, damit irgendwie die ganze Geschichte erzählt ist. Mhm. Und dann hat man gemerkt, aber 0,0 lustig drüber. Und bei anderen Sachen ist dann mehr so gesehen, ich weiss so halb etwas. Aber dann kannst du es immer noch als Gabere verkaufen. Ja, aber bei anderen Sachen habe ich dann so gemerkt, ich weiss so halb etwas drüber und gehe einfach mal auf die Bühne. Und wenn jetzt etwas wirklich ganz, ganz falsch sagst, dann kommt jemand nachher und sagt, hey, im Fall, was du dort sagst, also, ja, informier dich mal. Und dann sagst du, okay, dann kann ich auf genau die Info anpassen, aber du hast ja dann nicht mehr den Anspruch, komplett journalistisch zum Beispiel von allen Seiten beleuchtet, das genau darzulegen. Das ist dann aber der Sweet Point, wo du musst so rausschälen. Jetzt, wie wir das machen, wo du eben nicht auf der Bühne hast, immer noch, hast immer noch fast alle Zeit der Welt. Oder? Die haben Eintritt gezahlt, die kommen jetzt rein. Wir haben immer den Daumen, du siehst immer den Daumen auf der Fernbedienung, zu der Helene Fischer überschalten. Und dann musst du so in wenigen Sekunden musst du irgendwie das, oder in wenigen Minuten, 2, 3, 4 Minuten musst du so das Infotainment, also Was ist die Information, wo sind aber dann auch Gags und dann, wo kommt deine Kreativität zum Zug, wo kommt das Überraschende, wo die Leute eben sich gar nicht darüber, das ist ja der Witz, sag ich mal, an dem ganzen Satire-Comedy-Ding, dass du irgendwie einen neuen Twist reinbringst in die ganze Geschichte oder mit Sachen überrascht, wo die Leute jetzt noch nie von dem Winkel angeschaut haben, Thema, würde ich jetzt mal sagen. Geil, zurück zur Beerdigung. Aber ja, was passiert, wenn der Roger Federer stirbt? Kann man mal so... Das will ich mir gar nicht überlegen. Ich will eigentlich vor allem jetzt, wie wahrscheinlich viele, ich will ihn einfach in irgendeiner Art und Weise noch spielen sehen. Und das hätte er eh nicht können, weil irgendwie ganz viele Verletzungen so. Aber ich will, dass der jetzt halt einmal im Monat ein Showmatch macht. Also mit Mikrofönchen, weißt du, mit dem grossen mit Popschutz. Mit Harlem Globetrotters, einfach der Leiger. Ja. Oder so Trickshots. Ja, genau. Und der wird, jedes Stadion voll kriegen. Ja, Fußballstadion mit einem kleinen Tennisfeldchen und der Roger läuft rein und er macht auf der halbe Stunde, bumm. Aber das ist ja eben, glaube ich, ist ja dort, aber das ist ja dann zu bescheiden, ich weiß nicht, aber das ist halt nicht sein Ding, weil er ja das
er lässt sich immer so einfach aussehen, oder? Ist das nicht? Also jetzt rede ich, ich bin so informiert wie du über die Queen, der Roger Federer. Aber ich glaube, das ist also das Geheimnis, was ich so höre, dass es einfach so einfach immer aussieht und so, also so, das fällt dem so ein, oder? Der jetzt tut halt mit dem Rücken zum Ding, spielt irgendwie zwischen den beiden und bringt den irgendwie noch so einen, wieso wir das haben versuchen, aber bei ihm denkt es einfach. Ja. Yeah. Und ich glaube, wenn er das dann so gross macht, jetzt kommen die grossen Trickshots, dann ist es ja so wie, ja gut, der übt das und so weiter. Und ich glaube, das ist ja das Spezielle beim Roger Federer, dass das nicht so aussieht, dass es geübt ist, sondern es ist einfach so diszipliniert und dann tut er halt die Routinen üben und dann gelingen halt auch so spezielle Sachen. Aber so, weil er halt einfach die Routine so gut beherrscht. Also er tut nicht anders lernen als wir alle. Ja, yeah, ja. Yeah. Er macht genau das wie aus dem Lehrbuch und das macht aber mega gut und konzentriert und eigentlich könnte jeder ein Federer sein. Ich glaube, das ist kein Rezept von ihm. Eigentlich kann jeder so wie ich, weil ich bin einfach bescheiden, konzentriert, übe das, was jeder kann üben. Mhm. Und dann gelingen einem auch solche Wunderstückchen. Ja, dann ist... Da haben wir viel gemeinsam, ich und der Federer. Das ist genau mein Ansatz. Jeder kann so... Also ich mache ja nichts anderes als die anderen, auch nicht andere Möglichkeiten. Nein, es müssen ja nicht mal Trickshots sein, es sind wirklich die Showmatch. Weißt du, so im Doppel und sind alle sind mikrofoniert und dann wird ja nicht 100% ernst gespielt, sondern nur so 90 und eben es sind 10% eher. Also gut, der Rücktritt kommt, was macht er denn als nächstes? Was ist das Nächste, was man hört von ihm als Rücktritt? Ah, ich weiß Trainer? Nein. Nicht, oder? Nein. Das weil er kann ja auch nichts beibringen. Also sagt er sich, das ist glaube ich sein Claim. Ich kann doch nicht jemandem beibringen, das muss jeder selber, muss das sich einfach nur das Buch aufgemacht und hat geschaut, was man macht. Ah, Buch? Vielleicht Ja, ein Buch schreiben? Nein, das ist doch nicht sein Ding. Nicht? Was schreibt er denn dort rein? Was schreibt er dort rein? Also ich meine, was gibt es denn Interessantes im Leben von einem Roger Federer, der so krasser Sportler ist, wo du ja kein Leben hast, außer der Sport? Ja, ich glaube, das Problem ist ja vor allem, dass du dann... Und der ist ja so gewöhnlich. Das, was spannend wäre zum Schreiben, das machst du dann nie, oder? Weil ich meine, ich habe... Da passiert nichts Spannendes. Ich habe Das ist wie DJ Bobo. Also er ist ja DJ Bobo vom Tennis. Also auch, hat der DJ Bobo ein Buch geschrieben? Ja. Wirklich? Ja. Was? Schon lange, also vor 25 Jahren. Aber als er noch jung war und noch... Ja, aber quasi das jetzt wird er... How to DJ? How to break that also, DJ? Weißt, also ich habe wirklich das Gefühl, es ist so... Das ist halt vom Flugzeug in die Tennishalle, auf den Tennisplatz, für das Flugzeug zu der Familie haben, yeah. Das Flugzeug Werbedeal und schreiben, das Flugzeug Tennis spielen, trainieren. Ich weiß gar nicht, was da... Und er ist jetzt auch nicht zu der Anekdote, Roger, oder? Ist jetzt ein du, da ist etwas ganz Fakes passiert, da habe ich dann und so. Also das glaube ich auch nicht. Das ist nicht der Hausi. Nein, ist nicht der Hausi. Also das Buch wird es nicht geben, Trainer wird es nicht geben. Hat er schon... Ich weiß echt nicht, was der Vortragsreihe auch nicht. Nein. Der wird ja nicht dann rumtingeln wie ein Reinhold Messner und irgendwelche Kurse für Manager geben, wie man kann sich besser konzentrieren kann, indem man mit dem Tennisschläger und so nicht, oder? Nein. Vielleicht macht er einen Podcast. Nein, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Vielleicht geht er vermehrt jetzt. Weißt, vielleicht haben wir jetzt mal die Chance, ihn auch in die Sendung überzukommen. Wir haben ja durch unsere Produktion sehr nähere Verbindungen. Also nähere Verbindungen zum Roger Federer kann man eigentlich nicht mehr haben, außer du bist irgendwie eins von seinen Kindern. Weil er schafft ja bei euch. Nein, aber mit unserer Produktion, wo sehr viel Beruf von ihm zu tun hat, kann ich so nicht genau sagen, was und so weiter. Aber, und es lässt ja auch immer aus, nein, das macht er nicht so Auftritt, weil das ist nicht sein Ding. Nicht, weil er die Sendung nicht mag oder Podcast nicht mag oder so, aber es ist einfach, das ist nicht sein Ding. Und die Geschichte erzählt ja, dass der geht nicht jede an. Sendung und jede Media-Outlet, wo es in irgendeiner Art und Weise noch gibt. Also, was weil macht alle er? Alle fragen immer den Roger. Logischerweise, weil er ist immer zu oberst auf jeder Liste für irgendwas. Und es wird immer sehr nett ausgerichtet, nein, und irgendwie eben also ich sage, ein Jahr lang, jetzt baut er mal das ins Haus. Ja, ja. Das muss jetzt mal gebaut werden. Ja, das ist ja eh dran. Oder ist dran, dann baut er mal das Haus. Und ich sage dir, was ist er, 41?
Da mit 43, ich habe schon mal, also ich meine, ich habe mit 41 angefangen, mit der Sendung erst. Ich habe vorher nichts gemacht. Mit 41 angefangen zu sagen. Das heisst, mit 43, easy nochmal ein Comeback. Also völlig easy. Und dann aber der brutale Absturz, weil es einfach nicht mehr geht. Scheidung. Und dann probiert das einfach das Ping-Pong-Profi nochmal. Das sind ja dann die Leute, die so, die einfach so, weißt du, so mega gute Boxer gesehen. Ja. Oder Judo-Kass und dann den Absturz und versuchen es als Wrestler nochmal so. Weil es ist auch so ein bisschen physisch und es ist so ein bisschen anlängen und umgehen. Ja, Wrestling und so. ist ja nicht einmal kompetitiv. Eben. Das ist ja gescriptet. Ja, Ping-Pong ja auch. Und dann, hat er gar keine Sportart richtig. Also kommt, bitte. Boah, wieder bin ich schon fasziniert. Finde ich auch gut. Ich habe letztes Mal auch so ein YouTube-Loch reingehauen. Ja? Es gibt so einen Typ, der tut einfach so die Besten, der macht so eine Show. Ding ist in einem geilen Studio und dann lassen so die weltbesten Ping-Pong-Spieler gegen sich laden. Und der ist auch sehr gut. Mhm. Aber die machen dann eben so ein bisschen Rausentischen und ein bisschen Trickshots und der kommentiert das dann auch immer so. Ja, und vor allem, was ich faszinierend finde, ist, dass sie irgendwie 3 Meter hinter dem Tisch stehen. Weißt? Und eben. Und dann so, weit, oder? Und wir, wenn wir mal irgendjemand gut Ping-Pong spielen, dann bist du eigentlich immer so halb mit der Hüfte, bist du ja am Tisch, oder? Mit dem Bauch, sag mal, wie es ist. Was, mit dem Bauch? Mit dem Bauch ist man am Tisch. Ja, aber er ist ja tiefer. Also, wie hoch ist der Tisch? Ist ja völlig wurscht. Ja. Aber eben, du bist eigentlich immer viel zu hoch. Ja, sie sind so 3 Meter hinten dran und dann haben sie ihn so fast vom Boden ab. Pack. Trotzdem, es ist nicht wirklich. Also es ist so wie Dart oder Minigolf. Dart liebe. Oh. Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht liebe, aber es ist so wie Dart. Minigolf ist, glaube ich, effektiv keine Sportart, oder? Ey, da kannst du jetzt also richtig, richtig in die Nesseln setzen. Wirklich? So Aussagen. Ich glaube, noch mehr als mit Ping-Pong. Ah, Minigolf ist ja von Schweizer erfunden worden. Ja. Eine Schweizer Sportart. Ja. Und ich weiß, dass ich habe einen guten Freund, der ist so halb professioneller Minigolfspieler gewesen und der hat mich mal da eingeführt in das ganze Ding. Das ist im Fall krass. Also die Bahnen sind ja genormt. Ja. Yeah. Von Land zu Land haben die unterschiedliche Normen. Mhm. Ja? Also in der Schweiz spielst du die Wettkämpfe immer auf diesen roten Bahnen, wo auch jede Bahn genau gleich ist. Da gibt es nicht auf einen lustigen Looping oder so etwas, das gibt es ja nicht. Sondern es ist ja immer, sind immer die und die sind immer die gleichen Bahnen. Mhm. Mhm. Und jede Bahn ist so gebaut, dass eigentlich ein Hole-in-One kannst machen. Yeah. Jede Bahn. Wenn du den richtigen Punkt an der Bahn triffst, geht der rein. Mach und alles, was über eine Hole-in-One ausgeht, ist ja eigentlich schlecht für einen Minigolfspieler. Mhm. Und die haben dann auch das Göffeli mit verschiedenen Köpfen. Das habe ich auch schon gesehen. Und das ist professionell. Also glaube ich, dass man mit Geld verdient. Und das ist jetzt noch. Aber es gibt sicher so ein Wimbledon auf Minigolf. Einfach, das weiß man nicht. Okay. Aber eben, es gibt kein America's Cup und kann man mal googlen. Und es gibt kein Minigolf. Kannst du doch mal googlen. PMGA gibt es auch nicht. Ja, es wird jetzt einfach nicht übertreibt. Es gibt vielleicht einen Podcast darüber, aber es wird jetzt nicht gerade übertreibt. Aber das ist ja tatsächlich auch so ein Konzept von mir, dass ich mal so eine Minigolf-Sendung wollte machen. Mit das hast du gesagt, Minigolf, Dinigolf. Minigolf, Dinigolf, ja. Und dann hat es schlussendlich für den Sketch jetzt dann gelangt, den man gemacht hat. Aber ich finde das wirklich, das wird schwieriger. Also da hat es wirklich viel schwieriger als ich, wo dann auch so ein bisschen, wenn der mal fertig gewesen mit dem will, was mache ich denn? Und irgendwie hast du alle Möglichkeiten, irgendwie hast du so sehr viele Möglichkeiten, oder? Er könnte ja alles machen, Kinofilm. Ja, und weißt du was? Kinofilm. Aber weißt du was? Er könnte ja auch einfach nichts machen. Nein, der ist so viel Geld verdient. Nein. Ja, das ist jetzt aber das ist Annahme. Das ist ein Spitzensportler. Weißt du was, bevor du deine erste Kaffee gehabt hast, hat der schon dein Monatspensum an Sport abgewickelt. Ja, was logisch. Du in einem Monat machst, machst du bevor du am Morgen deine erste Kaffee. Weißt du, der steht jetzt auf und macht nichts. Nein, natürlich, aber er geht irgendwie ein bisschen aus Spass ein paar Bälle spielen und so. Es könnte, weißt du, ein Rogerpark könnte es geben. Vergnügungspark. Das müssen wir weiterdenken. Das wäre etwas Tolles. Weißt du, wie der Ding probiert hat, oder? In Interlaken. Erich von Däniken. Erich von Däniken Park, oder? Was? Hat er das mal probiert? Was?
der Mystic Park, Interlaken, der steht ja immer noch. Bilder, bitte ganz schnell drauf. Oh, kannst du schnell Bilder drauf machen? Ja, ja, also das ist Mystery Park. Ein Mystery Park heisst. Mystery das Park! Das war auf jeden Fall recht geil gewesen. Und dann ist er in die Hose gegangen, also in so Alien-Achterbahnen und Pyramiden und so weiter, wo du kannst die Weltwunder der Erde quasi, wo der... Hat er nicht wollen, der Erich von Däniken beim Pilot als Gast einladen, ja, und als Aliens in den entführen? Nein, das ist mal, wir wollten ein Musical machen. Ah, schau jetzt mal. So, schau mal, so sieht das aus. Was? Das ist riesig und das ist jedes, eins von sieben Weltwunden und dann so. Und dann ist das aber in die Hose gegangen und es ist sehr trashig ausgesehen. Alles und so jetzt, jetzt ist es auf der Event-Location. Jetzt ist eine Event-Location. Wo du deine Hochzeit kannst machen, wenn die Jungfrau nicht verfügbar ist. Genau, kannst du so ein bisschen, genau, kannst du so ein bisschen machen. Das Mistyland heisst es jetzt. Ah, okay. Ach, das ist jetzt aber richtig. Aber wenn du mal, aber schau mal, ja gut, das ist jetzt traurig. Aber ich verstehe, jetzt wird das jetzt so ein bisschen rausgeräumt. Das ist etwas vom Deprimierendsten, was ich jemals gesehen habe. Mhm. Ah, da kannst du noch, weil sie einen grossen Raum haben, kannst du mit VR... Aber eigentlich muss man sagen, schau mal, Stonehenge, schau mal, geil. Also, ihr daheim, was schaut, schau dir mal den Mystery Park. Da ist er, schau mal. Ach du Scheiße. Das ist im Fall recht ein geiles Ding. Also der könnte eigentlich das aufkaufen, schau mal. Kannst du das sagen? Übernehmen? Ich gehe noch mal aufs Bild vom Ganzen. Warte, geh noch mal ganz kurz runter, sorry. Mhm. Nur schnell. Alle Shows, ganz runter. So weit runter, wie du nur hast können. Audio Guide. Alle Shows können. Dank. Wow. Ja. Also das haben sie noch, das hat, ich meine, da hat Erich Däniken richtig, das ist ein Millionenloch, ist das gewesen. Der hat da wirklich versucht, etwas zu machen. Schau mal, in der Mitte könnte man schon einen Tennisball so. Und dann könnte man auf so geile Roger Federer Achterbahn und so ein Funhouse, wo man so durchlaufen kann und dann muss so Bälle ausweichen. Und so Spass. Also ich fände das irgendwie so müsste. Also das ist wirklich, mit 41 eigentlich schon wirklich alles erreicht haben, was du kannst auf der Welt. Ja, nein, was schon alles erreicht haben, was nie ein Mensch mehr wird vorher erreichen. Vorher? Mhm. Also vor 41 Mensch. Nein, also ich meine, grundsätzlich, das ist man sich, glaube ich, einig, dass so einer wie der Roger Federer, das gibt's, glaube ich, das wird es nicht mehr geben, oder? Nein, ich glaube auch nicht. Also ich kenne mich zu wenig aus, aber was ich so höre, ich glaube, es ist so. Yeah. Und was machst du denn? Was wirst du denn machen? Also Freizeitpark sehen jetzt auch nicht gerade. Ja, aber er hat so viele Kinder. Aber das macht schon mal Sinn. Da kann man sich schon mal mit den Kindern, da kann man schon mal... Aber Freizeitpark in der Schweiz, das habe ich nicht einmal gewusst, aber Freizeitpark in der Schweiz ist doch eigentlich immer zum Scheitern verurteilt. Wieso? Conyland? Ja. Europa-Park ist einfach auch noch Schweiz halt. Das ist deutsch. Das ist der einzige Spass, wo sich ganz viel Deutsche gern. Bin ich gesehen vor drei Wochen. Einmal im Jahr ist das für viele Deutsche der einzige Spass, wo sie haben. Ja, und für alle Basler. Aber also Roger-Film gibt es, weiß ich auch nicht. Das ist, glaube ich, auch nicht so. Es ist einfach so. Das ist halt auf den Supersportler. Und zwar einer ohne Eskapade. Und nicht, oder eben, es kommen jetzt mega krasse, geile Eskapaden. Ja, meinst du, jetzt geht er off the rails. Jetzt ist so, ja, irgendwo muss das vielleicht auch mal raus, oder? Was er nicht hätte können ausleben. Ja. Yeah. Und das könnte natürlich auch passieren. Eigentlich Kleidermarken ja auch. Jetzt alles. Ja, aber ich habe das Gefühl, der kauft irgendetwas Fettes. Also ich weißt du, so, ja, weißt irgendwie, keine Ahnung, er kauft St. Jakobshalle. Und dann? Ja, und dann hat er die und dann macht er einfach selber Swiss Indoors dort. Das macht er selber? Was macht er denn? Dann ja, ist er am Telefon ist er, und tut er nein, Interesse, aber oder? Dann ist er halt einfach das Gesicht davon, weißt du? Ja, aber das ist ja kein Job, das braucht es ja nicht. Da muss er ja nichts machen. David Beckham hat ja eigentlich einen ähnlichen Werdegang gehabt. Er ist nicht ganz so, Fußballer ist nicht so erfolgreich gewesen, aber der hat ja auch schon x Werbedeals gehabt, bis er aufgehört hat. Ja, aber oder? David Beckham hat irgendwie... Spice Girls geheiratet, hat irgendwie, ist bis auf tätowiert, hat seine tiefsten Punkte gehabt. Der ist ein Spitzenfußballer, yeah. Aber hat ja grausame Abstürze gehabt, zerstören müssen, auf irgendwelche amerikanischen Ligen verkauft wurden. Also der hat ja noch so ein Ding drin, nicht? Der hat ja noch irgendwas passiert. Etwas. Also amerikanische Liga, das ist irgendwie, was hat er, 200 Millionen Dollar gekriegt für 4 Jahre? Ja, das ist Amerika halt. Eben. Das ist ja etwas abartig. So, und jetzt hat er irgendwie einen Fußballclub und ein Stadion.
Und sonst macht er oft Werbedeals und reist um. Ja, und ich glaube, so etwas ist es am Schluss dann. Hm. Übrigens habe ich dem sein Buch mal gelesen. Das ist dann, also besser eingeschlafen bin ich selten. Ah ja? Okay. Ja, weil du sagst, weißt, nichts darüber zu erzählen. Er hat vielleicht schon etwas gehabt, aber es ist wirklich so, weißt du, ich nicht. And on June 13th we went to Liverpool. Mm-hmm. It was a good match, but we lost 1-2. Mm-hmm. Du weißt, das ist nur so. Und es ist wirklich so. One time I gave a good assist. Hättest denn du schon genug Material für ein Buch? Ich habe 5 Solo-Programme gemacht. Ja. Das heisst, wenn du jetzt mal überlegst, ich hatte wahrscheinlich schon genug Material für ein Buch. Aber es ist jetzt nicht etwas, was mich interessiert. Und dann, aber du hast mich, schon schon mal gefragt, ob ich ein Buch schreibe. Ah, ehrlich? Nein. Ja. Gut, das ist nicht einfach so. Nur weil du eins geschrieben hast? Ja. Was sehr lustig ist übrigens. Ja, danke für mich. Obwohl du wirklich, doch, du bist auch mal im Kindergarten gesehen. Gut, okay. Das ist, bis dort ist meine akademische Laufbahn noch gegangen. Ja, schau, dann hoffen wir für den, ich weiß gar nicht, was haben wir denn für Zeit? Ja, jetzt gehen wir langsam. Jetzt gehen wir langsam, oder? Ja, ja. Also ich finde, so kann man es ja abschließen, dass man könnte vielleicht Lost in den Podcast. Also ich würde nicht die Sendung nehmen, auf jeden Fall. Ja. Man muss auch pressieren, wer weiß, wie lange es noch gibt. Ich habe ja in meinem Kopf, das ist für mich schon festgelegt, das habe ich so, wie nennt man das? Speaking to existence. Ja, das ist ein gewünschtes Universum. Genau, ja, irgendwie so. Dann wird es auch wahr. Richtig, Das ist für mich so in Stein gemeißelt, dass irgendwann ich Roger sein Lieblingskomiker bin. Weißt du wirklich? Das ist jetzt aber nicht schlecht. Er entdeckt mich irgendwann mal auf irgendeinem YouTube-Video oder so und er sagt, oh, das finde ich jetzt noch lustig. Ja, das ist irgendwie sogar von meiner Stadt und so. Okay. Also nicht ganz, aber fast. Und danach schaut er ein bisschen weiter und so und irgendwann sagt, lass, das ist jetzt wirklich, noch nie einer gesehen, der trifft meinen Humor perfekt. Also, und es muss der Roger Federer sein? Ja. Und wieso? Und dann irgendwann hat er sie 50. oder so. Und jetzt sagt er, ich wünsche mir nichts mehr, als dass der Joel an meinem 50. auftritt. So, und dann tritt ich an seinem 50. auf. Und danach hocke ich noch an den Tisch. Und danach trinken wir noch 2-3. Und danach sind wir Best Buddies. Und dann gehen wir noch Mitternacht auf den Platz raus. Und dann zeigt er dir noch ein paar Trickshots. Oder? Aber erst nach 2 Gläschen Weisswein genau, macht er dann die Fakten und Trickshots. Ich stelle dann so, weißt so rote Becher, Bierbüchse leer, stelle ich an und sage so, und jetzt macht 10 Aufschläge, ein nach dem anderen, jede Büchse weg und dann macht es natürlich. Natürlich macht es, logischerweise. Also Joel, ich wünsche dir wirklich, dass du das, ich finde, es ist ein bescheidener Wunsch, das kann man erreichen, das kann man erreichen. ich glaube, einfacher zu erreichen, als dass er in deine Sendung noch kommt. Ja, wahrscheinlich. Also vielleicht schaffst du es. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Danke. Nichts anderes hast du verdient. Als Lieblingskomiker wäre es ein geiles Trademark. Aber jetzt ist es nicht mehr viel gut für Komiker, sondern Roger Federer als Lieblingskomiker. Viel Roger. Dann musst du ja das Programm so nennen und alles. Also. Ja. Und dort hat es jetzt musst du aufpassen, weil sonst bist du nicht in deinem Lieblingskomiker, weil das wäre mega unangenehm. Das stimmt natürlich. Ja, das würdest du nie machen. Nein. Also, meine bist du ja schon. Immerhin. Darfst du das Programm so nennen? Wirklich? So ganz groß. Dominik Deville. Kleines Apostroph S. Lieblingskomiker. Genau. Ja. Do it. Ja. Weiterhin alles Liebe. Viel Erfolg mit deiner Sendung. Danke. Und danke bist du extra so weit rausgefahren. Ja? Sehr gerne. Darf ich sagen, dass du ja bald in einer Sendung von mir auch dabei bist? Ja, Dezember. Ja? Ja. Am grossen Endjahres-Special. Yes. Da freue ich mich sehr. Da freue ich mich auch sehr. Ja. Also. Kann ich schon anfangen schreiben. Sehr gut. Ich auch jetzt. Ich sage, ich kann da reinkommen, dass ich ein bisschen mehr noch erfahre. Dass, du hast mir mal gesagt, dass der Rotsch wird. Bring alles drüber. Ja. Super, weil dann ist, vielleicht schaut er ja deine Sendung. Eventuell. Ja. Vielen herzlichen Dank, Christoph. Merci. Danke euch allen fürs Schauen, Hören und bis bald wieder. Peace.